Ja, jetzt ist es bei mir 2 nach, und damit starte ich in den Morgen und in die Veranstaltung. Nochmal guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Kooperationsprojekte beantragen. Das ist eine Kooperation der Creative Europe Desks aus Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Deutschland. Mein Name ist Lea Stöver und ich komme vom Creative Europe Desk in Deutschland. Und wir werden Sie jetzt, wir, also die Kolleginnen aus den 4 Ländern, werden Sie jetzt in den nächsten 2,5 Stunden durch das Antragsverfahren für die Kooperationsprojekte begleiten. Und ich komme zum nächsten Teil, nämlich nochmal zu der Vorstellungsrunde. Ich habe das gerade am Anfang schon gesagt. Wir sind ein Team aus 4 Ländern. Ich repräsentiere den Creative Europe Desk Kultur aus Deutschland. Meine Kollegin Lena Becker und Sophia Hotsch werden Sie gleich noch im Laufe der Veranstaltung sehen. Aber meine 3 Kolleginnen aus den anderen 3 Ländern, genau, sind auch noch mit dabei. Und ich gebe damit direkt einmal weiter an meine Kollegin Elisabeth. Ja, guten Morgen aus Wien. Liebe Grüße. Freut mich sehr, dass Sie wieder so zahlreich bei unserem Webinar dabei sind. Und ich gebe gleich weiter an meine Kollegin Sonja aus Luxemburg, aus Liechtenstein, Entschuldigung. Vielen Dank, Elisabeth. Mein Name ist Sonja Nescher und ich bin der Kontakt seitens dem Creative Europe Desk Liechtenstein. Und ich gebe nun weiter nach Luxemburg zur Kollegin Julie. Ja, vielen Dank, Sonja. Guten Morgen an alle. Mein Name ist Julie Mathieu und ich bin zuständig für den Kulturdesk in Luxemburg. Und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ich darf, glaube ich, auch gleich mit der Präsentation weiterfahren. Also, wir werden uns erst einmal ansehen, was europäische Kooperationsprojekte eigentlich sind und welche Art von Projekten für einen Antrag in Frage kommt. Im Projekt werden Partnerorganisationen, die in verschiedenen Creative Europe-Ländern angesiedelt sind, grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Alle beteiligten Partnerorganisationen müssen juristische Personen sein. Das können gemeinnützige Vereine sein, aber auch Unternehmen, bis hin zu öffentlichen Einrichtungen wie Gemeinden und Universitäten. Das Projekt sollte einen Mehrwert für den europäischen Kultur- und Kreativsektor erzeugen. Und hierbei ist es wichtig, dass das Projekt einen Bedarf oder eine Problematik identifiziert und konkrete Maßnahmen vorschlägt, um diesen Umstand zu verbessern. Wichtig ist also auch, dass das Projekt auf europäischer Ebene anwendbar und umsetzbar ist und dass die Anwendung auch einen europäischen Gewinn darstellt. Schauen wir uns jetzt die verschiedenen Kategorien der europäischen Kooperationsprojekte etwas genauer an. In der diesjährigen Ausschreibung haben die Kandidatinnen je nach Größe des Projektes die Wahl zwischen 2 Kategorien. Einmal wären das die kleinen Kooperationsprojekte. Die Mindestvoraussetzung ist hier die Zusammenarbeit von 3 Partnerorganisationen aus 3 verschiedenen Kreatives Europa-Mitgliedsländern. Die Fördersumme entspricht 80% der förderfähigen Kosten bis maximal 200.000 Euro. Die verbleibenden 20% der Kosten müssen von den Partnerorganisationen selbst getragen werden. Für etwas größere Projekte gibt es die mittleren Kooperationsprojekte. Die Mindestvoraussetzung hier ist die Zusammenarbeit von 5 Partnerorganisationen aus 5 verschiedenen Mitgliedsländern. Mittlere Kooperationsprojekte können mit 70% der förderfähigen Kosten beispielsweise maximal 1 Million Euro bezuschusst werden. Und die verbleibenden 30% müssen auch hier wieder von den Partnerorganisationen aufgebracht werden. Der Hauptantragsteller, auch Koordinator oder Leadpartner genannt, stellt den Antrag für das gesamte Konsortium
Und Projekte mit mindestens 5 Partnerorganisationen können frei entscheiden, ob sie einen Antrag für ein kleines oder für ein mittleres Kooperationsprojekt stellen. Sie sehen dann auch eine dritte Kategorie, große Kooperationsprojekte. Die ist dieses Jahr leider nicht verfügbar. Sie wird voraussichtlich nur noch jedes zweite Jahr ausgeschrieben. Der nächste Call für große Kooperationsprojekte wäre also für Herbst 2024 vorgesehen. Dies ist jedoch ohne Gewähr. Kommen wir also jetzt zu den Partnerorganisationen, die an dem Projekt teilnehmen können. Einmal gibt es hier die Voraussetzung, dass jede teilnehmende Partnerorganisation aus einem Creative Europe Mitgliedstaat kommen muss. Das Kulturprogramm von Creative Europe umfasst 40 Ländern. Antragsberechtigte Organisationen können also aus den 27 EU-Mitgliedstaaten oder aus einem der drei Ländern aus dem europäischen Wirtschaftsraum, sprich Island, Norwegen oder Liechtenstein, kommen. Und zusätzlich kommen Organisationen aus Albanien, Armenien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, der Republik Serbien, der Ukraine und Tunesien in Frage. Partnerorganisationen und Projektpartner müssen natürlich auch eine Reihe von Voraussetzungen mitbringen. Das sehen Sie auf der nächsten Folie. Je nach Projekt können Sie verschiedene Rollen annehmen. Wie bereits erwähnt, sind ausschließlich juristische Personen antragsberechtigt, sprich also Vereine, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und so weiter. Dies gilt für alle Partner des Konsortiums, Einzelpersonen und Einzelinitiativen sind nicht förderfähig. Angefangen dann mit dem Koordinator oder dem Leadpartner. Es handelt sich um die antragstellende Organisation, die im Namen aller den Antrag einreicht und die Projektumsetzung gewährt. Der Koordinator hat den organisatorischen Hut auf und er ist also der direkte Ansprechpartner für das Projekt auch auf EU-Seite. Die Förderung wird auch an den an den Leadpartner oder an den Koordinator ausgezahlt. Und er erreicht sie dann an die einzelnen Partnerorganisationen weiter, wie das auch schon im Vorhinein vereinbart wurde. Dann haben wir die Partner. Die sind also neben dem Lead-Partner weitere offizielle Partner des Projektes. Sie sind Teil des Konsortiums. Und sind in ihrer Rolle für die Umsetzung des Projektes mitverantwortlich und erhalten auch einen Anteil der EU-Förderung zur Umsetzung der Aktivitäten. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Associated Partners mit einzubeziehen. Hierbei handelt es sich um Partnerorganisationen, die sich am Projekt beteiligen, aber keinen Anspruch auf die bewilligten Fördermittel der EU haben, was heißt, dass sie auf eigene Kosten am Projekt teilnehmen. Und Associated Partners können zum Beispiel auch an nicht antragsberechtigten Ländern kommen. Und abschließend gibt es die Affiliated Entities. Das sind Organisationen, die mit dem Koordinator oder Partner verbunden sind, zum Beispiel Tochterunternehmen. Diese können am Projekt teilnehmen, müssen aber im Projektregister registriert werden
und erhalten auch einen Teil des Zuschusses. Sie zählen jedoch nicht zur Mindestanzahl von Partnern. Kommen wir nun zu den Zielen der europäischen Kooperationsprojekten. Jedes Projekt braucht ein Ziel. Das Konsortium hat hier die Wahl zwischen zwei verschiedenen Zielen. Zum einen wäre das das grenzüberschreitende künstlerische Schaffen und die Zirkulation europäischer Werke und Künstlerinnen. Hier geht es um das gemeinsame künstlerische Schaffen, idealerweise mit innovativen Produktionsmethoden sowie der grenzüberschreitenden Verbreitung von europäischen Koproduktionen und Künstlern aus verschiedenen Creative Europe-Ländern. Zum anderen können sich für das Ziel Innovation, Aufbau von Kapazitäten, Förderung von Talenten und Schaffen von Arbeitsplätzen und Wachstum entscheiden. Der Begriff Innovation wird hier gewollt sehr offen definiert. Das können technologische Innovationen sein. Es kann aber auch eine innovative Art und Weise sein, Kunst zu schaffen, Kunst zu verbreiten, miteinander oder mit dem Publikum zu arbeiten. Das Ziel Innovation eignet sich auch sehr gut, um die Prioritäten der Inklusion und der Nachhaltigkeit zu behandeln. Gehen wir also damit mit zu den angesprochenen Prioritäten über. Jedes Projekt muss eine bis maximal zwei Prioritäten behandeln. Die Anzahl hängt hier vom Projekt ab. Wichtig ist, dass die Priorität oder die Prioritäten zum Projekt passen. Diese Prioritäten sind sozusagen das Herzstück des Projektes und müssen sich also auch durch das ganze Projekt ziehen. Da ist es immer besser, im Zweifelsfalle nur eine Priorität zu wählen und sich dann auch wirklich 100% damit auseinanderzusetzen. Das gilt vor allem für Einsteiger in die europäischen Kooperationsprojekte. Was sind also die verschiedenen Prioritäten? Einmal wäre das die Publikumsentwicklung, sprich, wie erreiche ich mein Publikum oder wie erreiche ich ein neues Publikum oder vielleicht auch Gruppen, die ausgegrenzt oder isoliert sind. Wie kann mein Projekt die aktive Beteiligung vom Publikum fördern? Dann die soziale Inklusion. Das wäre Inklusion von Personen mit Behinderung, Minoritäten oder Personen, die durch ihre soziale und ökonomische Situation ausgegrenzt werden. Hier geht es auch um den interkulturellen Dialog. Und dann neu dieses Jahr ist, dass diese Priorität sich auch mit der mentalen Gesundheit von Kulturschaffenden, aber auch mit der positiven Rolle, die die Kultur in der mentalen Gesundheit spielen kann, auseinandersetzt. Dann die ökologische Nachhaltigkeit. Hier geht es um Nachhaltigkeit in den Produktionsmethoden, Kultur auch als Mittel, um auf die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. All dieses im Einklang mit dem European Green Deal und dem New European Bauhaus. Dann das Digitale. Hier geht es um die digitale Transition und die Vorteile, aber auch die Nachteile von neuen Technologien, sprich künstliche Intelligenz, Big Data, virtuelle Welten, NFTs, Blockchain und so weiter. Und anschließend die internationale Dimension, sprich die Kapazitäten des europäischen Kultur- und
Kreativsektors zu verstärken und somit auch kleinere Organisationen zu unterstützen und ihnen bei der grenzüberschreitenden Professionalisation sie dabei zu unterstützen. Schlussendlich dann die Jahrespriorität. Hier geht es um die Zusammenarbeit mit der Ukraine, sprich die Zusammenarbeit mit oder die Unterstützung von der ukrainischen Kulturlandschaft. Anschließend gibt es noch die Querschnittsthemen. Jedes Projekt muss beide Querschnittsthemen behandeln. Dazu braucht es auch konkrete Strategien, um es zu ermöglichen, die Themen in das Projekt mit einzubauen. Die Querschnittsthemen sollten in jedem Bereich und in allen Etappen des Projektes erkennbar sein. Es ist also auch ein Teil des Projektes, mit dem man sich im Vorfeld tiefgründig beschäftigen sollte. Die Querschnittsthemen sind einmal Inklusion, Diversität, Gleichstellung und Geschlechter. Also wie erreiche und wie integriere ich benachteiligte oder ausgegrenzte Gruppen mit meinem Projekt oder in mein Projekt? Wie binde ich Menschen mit verschiedenen Backgrounds in das Projekt ein? Welche Rolle übernehmen verschiedene Geschlechter in dem Projekt und so weiter? Und das zweite Querschnittsthema, die Umwelt und der Kampf gegen den Klimawandel. Also was kann mein Projekt zu dem Kampf gegen den Klimawandel beitragen? Welche nachhaltigen Produktionsmethoden oder Materialien werden benutzt? Werden nachhaltige Fortbewegungsmittel in Anspruch genommen? Wie wird der Carbon Footprint des Projektes gemessen oder benutze ich Carbon Footprint Rechner für das Projekt und so weiter. Und im Call-Dokument finden Sie hierzu auch noch einmal die nötigen Links zu Best-Practice-Beispielen sowie auch eine Studie zum Greening vom Creative Europe-Programm. Diese Dokumente können bei der Gestaltung des Projektes sehr nützlich sein. Noch einmal einen kurzen Überblick über den Zeitplan der diesjährigen Ausschreibung. Die Ausschreibung für 2024 wurde am 19. Oktober veröffentlicht. Die Einreichfrist ist am 23. Januar um 17 Uhr. Ergebnisse oder erste Ergebnisse sind circa 6 Monate nach der Einreichung zu erwarten. Und das Projekt kann dann circa 9 bis 12 Monate nach Einreichung starten. Sehen Sie uns jetzt vielleicht noch den Ablauf der Auszahlung an, wenn das Projekt dann zurückbehandeln wird. Also erst einmal unterzeichnen Sie, also erst einmal sind Sie in der Vorbereitungsphase des Vertrages. Der Vertrag wird dann unterzeichnet und dann erhalten Sie circa 30 Tage nach der Unterschrift eine erste Auszahlung, also es ist sozusagen eine Vorbezahlung. Hier hängt der Prozent der Auszahlung hängt von der Größe des Projektes ab. Also 80% für die kleinen und mittleren Projekte, für die großen Projekte wären das 40%, aber das ist ja dieses Jahr sowieso nicht der Fall. Dann nach dem Projektende haben Sie 8 Wochen, um einen Abschlussbericht vorzubereiten und anschließend erhalten Sie dann die restlichen 20%
wenn sie den Abschlussbericht eingereicht haben. Und alle versprochenen Aktivitäten des Projektes auch so umgesetzt haben, wie sie es im Antrag vorgesehen haben. Ja, und ich glaube, dann ist auch schon Zeit für die erste Fragerunde. Genau, ich schalte mich mal dazu, weil wir schon einige Fragen im Chat beantworten konnten. Eigentlich alle, wenn ich das richtig überblicke. Wenn es noch weitere Fragen gibt, können Sie sich natürlich jetzt auch gerne dazu schalten. Ja, hier ist eine Handmeldung von Katrin, ist der Name. Ja, hallo, Katrin Lemke, mein Name. Hallo. Ich habe ge Hallo, Hallo. Henning Stix, mein Name. Oh. Ja. Wir haben, glaube ich, zwei Wortmeldungen. Ja. Genau, ich würde mit Katrin starten und dann kann gleich die zweite Person hinterherkommen. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage zu den Partnern. Müssen die aus drei verschiedenen Ländern kommen oder können auch zwei aus dem gleichen Land kommen? Und Also die Mindest. Entschuldigung. ergänzend dazu noch gerade so zur Ukraine, kann das auch eine Organisation sein, die im Exil ist sozusagen, also die dann in dem Fall auch im gleichen Land wäre eventuell. Also was die Partnerorganisation angeht, ist die Mindestvoraussetzung, drei Partnerorganisationen aus drei verschiedenen Ländern. Sie können aber auch, wenn Sie diese drei Länder haben, können auch zwei Partnerorganisationen aus einem, also als sozusagen als vierte Partnerorganisation dann dazukommen. Aber die Mindestvoraussetzung ist eben in diesen drei verschiedenen Ländern. Und was jetzt die Ukraine angeht, vielleicht weiß da jemand von meinen Kollegen besser Bescheid, ob die im Exil sein könnten, die Partnerorganisation oder nicht. Ich weiß es nicht so genau. Ja, die Ukraine ist ein teilnahmeberechtigtes Land und es können Leadpartner und Partner aus der Ukraine kommen. Aber ich glaube, die Frage war ja, also wenn diese Partnerorganisationen nicht mehr in der Ukraine aktiv sind, sondern in einem Land, einem anderen Land im Exil sind, wäre das nur immer. Also ich meine, Elisabeth, ich schalte mich auch nochmal dazu. Und das ist eine gute Frage. Ich meine, aus dem letzten Jahr die in Erinnerung zu haben, dass das möglich ist, dass aber also die Organisation als solche schon eigentlich in der Ukraine, wie sagt man, basiert, also ansässig sein muss sozusagen, damit so diese Regel von mindestens drei verschiedenen Partnern aus drei verschiedenen Ländern quasi erfüllt ist. Aber wenn dann zum Beispiel alle Aktivitäten der ukrainischen Organisation in Polen stattfinden, weil zum Beispiel die Menschen alle in Polen sind, dann war das bisher möglich. Und auch da, glaube ich, war das bisher so, dass da die Flexibilität recht groß war, weil sich das natürlich auch je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, auch ändern kann. Vielleicht sind die zum Zeitpunkt des Projektes wieder mehr in der Ukraine oder auch weniger. Also genau, das wäre jetzt so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Okay, danke schön. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar müssen das juristische Personen sein, Vereine? Wie ist es mit dem Kollektiv als Also Partner? ich glaube, solange die Organisation offiziell registriert ist, ist das kein Problem. Okay, also gehen Kollektive auch, die bekannt sind. Ja, Ist also, mir oder? ehrlich gesagt, für Österreich bin ich mir da nicht so sicher. Gesellschaften bürgerlichen Rechts sind nur Zusammenschlüsse von Personen, keine juristischen Personen. Und das gilt auch für ein Kollektiv. Und das müsste man sich im Einzelfall ansehen, was die rechtliche Konstruktion ist. Aber in der Regel können das nur Vereine oder Gesellschaften sein, die antragsberechtigt sind oder öffentliche Stellen. Ja, ich habe einen Verein, aber es geht ja um die Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Die müssen auch vereinsmäßig organisiert sein. Für Wie ist die es in gilt das Spanien, in Frankreich? auch, ja. Und dort gibt es das auch, dieses juristische Statement des Vereins überhaupt. Genau, ja. Okay, alles klar. Gut, danke. Ja.
Dann haben wir gerade noch zwei Meldungen. Ich gehe mal der Reihe nach vor. Lona Geikes. Ja, danke. Mich würde interessieren, ob die Partnerorganisationen auch alle aus dem künstlerischen Bereich sein müssen oder ob die auch aus einem anderen Bereich sein können. Also ich hab Medienkunst zu tun. Also wir sind künstlerisch organisiert, suchen aber auch Kooperationspartnerinnen, zum Beispiel im IT-Bereich oder so oder im wissenschaftlichen Bereich. Gehen solche Konstellationen auch? Ja, also das ist kein Problem. Das kommt durchaus in Frage, solange das eben für das Projekt Sinn macht und solange auch das Ziel des Projektes wirklich auf die Kunst und Kultur ausgerichtet ist. Also es sollte schon, diese Organisationen sollten sich schon in den Dienst der Kultur und des kreativen Bereiches stellen. Okay, dann kann Valero. Ja, hallo. Und zwar wollte ich nur fragen wegen den Associated Partners. Wie gut oder wertvoll ist es für die Einreichung, da schon gut aufgestellt zu sein? Also ich denke jetzt daran, dass wir zum Beispiel mit Gesundheitseinrichtungen kooperieren werden, die wir nicht als Partner mit reinnehmen, aber mit denen wir kooperieren würden. Ist das von großem Vorteil, wenn man das schon bei der Einreichung festgelegt hat, wer diese Associated Partner sein könnten. Auch wenn es vielleicht dann zwischen dem, dass man die Einreichung macht und dem Beginn vielleicht nochmal Änderungen gibt. Also vielleicht können meine Kolleginnen mich da noch einmal ergänzen, aber also ich glaube, es ist schon wichtig, dass das so weit wie möglich in der Antragsphase festgelegt wird. Weil man eigentlich, sobald das Projekt akzeptiert wurde, wird es schwieriger, da Änderungen vorzunehmen. Also das muss man dann mit seinem Projektpartner, mit dem Projektkoordinator klären und das ist dann jedes Mal wirklich eine Prozedur, um da noch was zu ändern am Projekt. Das wäre jetzt mal so Ja, meine Idee dazu, vielleicht. das sehe ich auch so. Wenn ich noch ergänzen darf, ich würde mir überlegen, ob ihr diese Organisationen aus dem Gesundheitsbereich nicht zu Partnern macht, denn Associated Partner können kein Geld bekommen. Also da müsste man sich gut die Rollen im Projekt auch überlegen. Okay, alles klar, danke. Sonst frage ich nochmal nach bei dir, Elisabeth. Okay, ich habe nochmal in den Chat geschaut und möchte da nochmal kurz darauf hinweisen, auf das Budget und den Kostenplan gehen wir noch drauf ein. Das betrifft zwei Fragen, einmal die von Matthias Lintel und Philanthropis, wenn ich es richtig ausspreche. Genau, zu Ihren Fragen, die werden sich sicher gleich in dem Budgetkapitel noch klären. Es kam aber noch zweimal die Frage danach auf, welche Vorgaben es gibt, was die rechtliche Existenz eines Vereins oder einer Einrichtung angeht. Also müssen Partner eine bestimmte Zeit lang rechtlich existieren, bevor sie einen Antrag stellen können? Was trifft da für den Lead-Partner und für die Partner zu? Also der Projektleader oder der Projektträger, sozusagen der Koordinator, muss eine Existenz, eine rechtliche Existenz haben von mindestens 2 Jahren ab dem Moment, wo das Projekt eingereicht wird. Für die Projektpartner, soweit ich weiß, gilt diese Regel nicht. Okay. Wenn es jetzt gerade keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, dass wir im Programm weitergehen. Wir behalten, wie gesagt, den Chat weiterhin im Auge und gucken da, dass wir auch noch die meisten Fragen beantwortet bekommen. Gut, wir kommen jetzt nach dieser Einführung zum Call 2024 der europäischen Kooperationsprojekte zur Antragstellung. Und zwar läuft die Antragstellung über das Funding and Tenders Opportunity Portal der Europäischen Kommission. Kurz heißt das FTOP.
Und einen Antrag zu erstellen, muss man sich registrieren. Das heißt, jede Person, die mitarbeitet, muss einen sogenannten ECAS-Account erstellen. Das ist der im EU-Login. Das heißt, der erste Schritt ist, sich selbst in dem Online-System mit einem Passwort anzulegen. Und der nächste Schritt ist die Registrierung der Organisation. Jede Organisation, die teilnimmt, braucht einen sogenannten PIC. Das ist ein Participant Identification Code. Wenn Sie auf das Funding and Tenders Portal gehen, finden Sie rechts oben einen Button, der heißt Register, und Sie folgen einfach diesem Button. Wir haben aber auch ein Tutorial für Sie, das die Registrierung recht gut erklärt. Das haben die deutschen Kolleginnen erstellt und das möchte ich Ihnen an dieser Stelle sehr empfehlen. Sie finden hier den YouTube-Link. Dann gibt es noch eine wichtige Rolle, die Sie anlegen müssen, allerdings erst später. Nicht bei der Antragstellung brauchen Sie das, sondern erst, wenn Sie die Zusage erhalten. Und das ist der sogenannte LEAR. Übersetzt heißt das Legal Entity Appointed Representative. Und das ist einfach eine Person, die sich um die Daten in dem FTOP kümmert, denn sie werden immer wieder in die Situation kommen, wo es Änderungen gibt. Und der LEAR schaut eben darauf, dass die Daten in dem Portal einfach aktuell sind. Und dieses FTOP ist unser Arbeitsinstrument. Das heißt, Sie legen dort den Antrag an, wenn Sie sich registrieren für einen Call. Also auf Submission gehen. Dann bekommen Sie ein E-Mail zugeschickt. Und in diesem E-Mail finden Sie den Zugangslink für Ihr Projekt. Auf dem FTOP sind nämlich die Calls zu finden für die kleinen und für die mittleren Kooperationsprojekte. Sie finden hier die Links. Sie finden die Calls auch, wenn Sie auf die Suchfunktion am FTOP gehen. Oder die einfachste Variante ist, Sie gehen auf unsere Website und dort finden Sie schon die Verlinkung. Die nächste Folie erklärt dann, wie der Antrag angelegt wird. Sie gehen also auf die Ausschreibung im Funding and Tenders Portal und wenn Sie schon einen PIC-Code haben, dann gehen Sie auf den Submission Code, Start Submission, und drücken auf diesen Button und dann erhalten Sie das E-Mail. Wenn Sie in den Link, den Sie per E-Mail erhalten, einsteigen, dann finden Sie diese Ansicht, Sie tragen Ihren PIC-Code ein und Sie tragen auch die PIC-Codes der Partner ein. Das heißt, jeder der Mitarbeiter braucht so einen PIC-Code und Sie definieren quasi hier schon Ihre Partner. Wichtig zu wissen ist allerdings, weil sich ja immer wieder was ändern kann, dass alle Daten, die Sie hier eingeben, später wieder geändert oder überarbeitet werden können. Die nächste Folie gibt einen Überblick über die drei Teile des Antrags, nämlich Part A, Part B und Part C.
Part A und Part B, Part C füllen Sie direkt im Portal aus. Das sind Online-Formulare, während Sie Part B herunterladen müssen. In Part A geben Sie administrative Angaben und eine Kurzbeschreibung des Projekts. Part B, hier müssen Sie Formulare herunterladen, und zwar ist das der narrative Teil Ihres Antrags und das Budgetformular. Und Part C, hier füllen Sie online Angaben für statistische Zwecke aus und legen die Prioritäten fest. Das sehen wir uns jetzt im Detail an. Hier finden Sie eine Übersicht, wo diese Teile zu finden sind, auf der Seite Part B. Das ist der Download-Bereich. Hier laden Sie die Formulare herunter, den narrativen Teil und das Budgetformular. Part A füllen Sie online aus, und Part C füllen Sie ebenfalls online aus. Sie sehen hier auch einen Bereich, der mit Markierungen versehen ist, wo Sie Unterlagen hochladen müssen. Part B müssen Sie eben hochladen. Das ist eben der narrative Teil und das Budgetformular. Sie brauchen allerdings nicht die CVs von den verantwortlichen Personen. Die brauchen Sie nicht, und auch nicht die sonstigen Angaben. Das sind die roten Kreuze. Die Formulare, die Sie hochladen müssen, sind mit dem grünen Kreuz formuliert. Und das dritte Formular ist eben die Liste der Projekte. Das ist das letzte Formular in der Ausschreibung. Hier müssen Sie eben Ihre bisherigen Projekte eintragen. Das dient eben auch zur Unterstützung des Antrags, weil Sie weisen damit auch Ihre Kompetenz nach und eventuell auch schon Erfahrung mit früheren EU-Projekten. In der nächsten Formulare Im nächsten Formular steigen wir direkt in Part A ein, und Sie sehen hier schon vier Bereiche, nämlich die General Information, die Participants, das Budget, das dem EU-Zuschuss entspricht, und Other Questions. Und im Folgenden erkläre ich Ihnen das gerne. Bei der General Information geht es um die Eckdaten zum Projekt. Also hier legen Sie einen Titel fest, auch einen Kurztitel, das sogenannte Akronym. Sie definieren die Sprache, in der Sie den Antrag stellen, die Dauer. Das Projekt kann ja bis zu 4 Jahre dauern, und geben gewisse Keywords an. Dann auch eine Zusammenfassung des Projekts, die maximal 2000 Zeichen umfassen darf. Das ist ganz ein wichtiger Bereich, denn die Juroren, die später ihren Antrag evaluieren, sehen sich erfahrungsgemäß als erstes ihre Zusammenfassung an. Und es empfiehlt sich hier, einen besonders guten und spannenden Einstieg zu wählen und auch das Projekt gut zusammenzufassen, dass es alle Bereiche abdeckt. Dann geben Sie an, ob der Antrag in den letzten 2 Jahren bereits eingereicht wurde. Das ist eine Frage zur sogenannten Resubmission, ob Sie also das Projekt nochmals einreichen. Und dann sind einige Einverständniserklärungen abzugeben. Das ist die sogenannte Declaration of Honor, ob Sie die Regelungen des Calls gelesen haben und ob Sie auch alle Partner darüber informiert haben. Das ist eine Routine-Sache. Unter Participants
Geben Sie dann die Liste aller Partnerorganisationen an mit Kontaktdaten und Zuständigkeiten, also mit den Rollen im Projekt. Und wichtig ist, dass die Partner auch im FTOP registriert sein müssen und eine PIC-Code haben müssen, so dass sie auch zum Antrag hinzugefügt werden können. Beim Budget gibt man nur die Höhe des EU-Zuschusses pro Partnerorganisation an, nicht mehr deren Gesamtbudget. Und unter Other Questions habe ich eine gute Nachricht für Sie. Hier müssen Sie nämlich nichts angeben. Also Other Questions einfach ignorieren. Ja, wir gehen jetzt weiter zu Part C. Das ist der zweite Teil, den Sie online ausfüllen müssen. Und hier folgen Sie auch den Feldern. Die erste Angabe ist eine Definition, die Sie zum Land und zur Region angeben müssen. Hier finden Sie in einem Dropdown-Menü eben Auswahlmöglichkeiten und hier müssen Sie die sogenannten NATS-Regionen definieren. Das finden Sie aber in der Auswahl. Und nur zur Information, NATS ist eine Systematik zu den verschiedenen europäischen Gebieten. Die sind allen bestimmten Regionen zugeordnet. Und dann geht es weiter mit Angaben zur Art des Projekts, zum Themenbereich und zu den Aktivitäten. Bei den Prioritäten haben wir schon gehört, dass es sechs Prioritäten gibt, aus denen Sie mindestens eine und maximal zwei angeben können. Und Sie finden dann weiter auch eine Auswahl zu den Kultursparten. Der Call ist ja offen für alle Kunst- und Kultursparten und für interdisziplinäre Projekte. Und hier klicken Sie eben an, in welche Sparte oder in welche Sparten Ihr Projekt fällt. Im Hintergrund steht auch die Zuordnung zu den Juroren. Es werden Ihnen nämlich Juroren zugeteilt. Jedes Projekt wird unabhängig von zwei Juroren evaluiert, die das Projekt bewerten. Und hier geht es darum, sicherzustellen, dass die Juroren auch aus den richtigen Fachbereichen kommen. Dann sind Angaben zu machen zu marginalisierten Gruppen. Inklusion ist ganz eine wichtige Priorität, gehört zu den sogenannten Cross-Cutting Priorities und jedes Projekt muss sich auch damit befassen. Sie müssen hier eben angeben, ob das Projekt benachteiligte Gruppen einbezieht, ob es auch die Fragen zu Gender und zu Diversity bearbeitet. Und hier gibt es eine Parallele zum Antragsformular in Part B, dazu kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, nämlich zur Frage 1.4 im Antragsformular. Dann gibt es noch eine Auswahl zu den zwei Zielen des Projekts, nämlich ob das Projekt sich das Ziel der Innovation setzt oder der künstlerischen Kooperationen. Und dann finden Sie noch eine Auswahl zu den Prioritäten der EU-Kommission. Das ist eine rein statistische Abfrage.
Hier finden Sie zum Beispiel die Priorität Greening und wenn sich das Projekt zum Beispiel mit Ökologie befasst, dann schicken Sie diese Priorität zum Green Deal, die Angaben dienen dazu, um die Projekte politisch zuordnen zu können. Ja, dann kommen noch einige statistische Angaben zu Ihrer Organisation und zu den beteiligten Partnerorganisationen. Sie geben an, ob Sie eine Mikro-, eine Small- oder Medium-sized Enterprise sind, also Organisation sind. Und Sie finden auch die Definitionen, also eine Mikroorganisation beschäftigt maximal 10 Personen und hat einen Jahresumsatz von bis zu 2 Millionen. Eine kleine Organisation beschäftigt bis zu 50 Personen und hat einen Umsatz von bis zu 10 Millionen. Und die Medium beschäftigen 250 Personen und haben einen Umsatz von bis zu 50 Millionen. Sie müssen sich vor Augen halten, dass diese Definitionen allgemein gelten, also für alle Bereiche, nicht nur für den Kulturbereich. Dann müssen Sie auch einige statistischen Angaben zu den erwarteten Ergebnissen machen. Und zwar zum Zeitpunkt der Antragstellung werden das Schätzungen sein. Später, wenn Sie das Projekt abgeschlossen haben, das wird 2, 3 oder 4 Jahre später sein, dann liegen Ihnen diese Daten vor, die tatsächlich generiert wurden. Und Sie stellen diesen Angaben, die Sie zu Anfang gemacht haben, die tatsächlichen Angaben später gegenüber. Sie sehen jetzt schon, bei Ihrem Projekt wird es ganz, ganz wichtig sein, laufend Daten zu sammeln. Zum Beispiel zur Anzahl der zu erwartenden Events und Publikationen im Projekt, zur Anzahl an Arbeitstagen, an denen KünstlerInnen und Kulturakteure am Projekt beteiligt sind. Hier ist es wichtig, dass es nicht um Personen im Konsortium geht, sondern um externe Personen. Zum Beispiel um KünstlerInnen oder Künstler. Beispielsweise, wenn in Ihrem Projekt oder an einer bestimmten Aktivität 15 KünstlerInnen mitarbeiten, die 20 Tage proben und 3 Tage ein Projekt aufführen, dann wären das 23 Tage. Dann die nächste Angabe geht zu Mobilitätsaktivitäten. Und zwar geht es hier auch nicht um Reisen im Projekt, sondern auch um Dritte, um Angaben zu Externen. Also zum Beispiel, wenn KünstlerInnen im Ausland Präsentationen machen oder eine Residenz absolvieren. Und die dritte Angabe betrifft das Publikum, das Zugang zu den künstlerischen Werken erhält. Hier muss man auch am Anfang eine Schätzung angeben und dann später dieser Schätzung die Publikumszahlen gegenüberstellen. Das war jetzt ein Überblick über die Teile A und C, die Sie eben im Antragsformular selbst ausfüllen müssen. Und ich habe gesehen, meine Kolleginnen haben schon sehr
fleißig Ihre Fragen beantwortet. Wenn noch Fragen offen sind, können Sie die jetzt gerne stellen. Vielen Dank, Elisabeth, schon einmal. Wir haben einige Fragen beantwortet. Ich würde zunächst einmal, ich sehe, es gibt auch eine Handmeldung, dazu kommen wir gleich, eine Frage einmal im Plenum stellen, weil ich sie auch nicht ganz beantworten konnte oder mir nicht sicher war, und zwar die Frage von Robin Großjohann, ob die Partner benachrichtigt werden im F-Top, wenn man sie hinzufügt zum Proposal. Ich meine ja, aber Elisabeth, vielleicht weißt du das noch etwas genauer. Ich denke ja, dass sie benachrichtigt werden. Genau, also ja, die Antwort ist ja. Dann gibt es eine Handmeldung von Carmen Valero. Schalten Sie sich gern zu. Ja, hallo. Genau, und zwar jetzt nur am Schluss ist mir eine Frage aufgekommen, weil wir nämlich auch gerade das Reporting machen für ein altes Projekt, das ich dann im Dezember abschicken muss. Und wir auch gerade die statistischen Daten zusammentragen. Und ich war jetzt ein bisschen verwirrt, weil da eben steht, dass bei der Anzahl an Arbeitstagen, an denen Künstlerinnen und Kulturschaffende am Projekt beteiligt waren, hier steht, dass es um externe Personen geht, die nicht für die Partnerorganisationen von dem Projekt arbeiten. Und das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil ich hätte jetzt schon gedacht, dass das natürlich ja, Leute sind, die in den Organisationen auch arbeiten. Wenn wir jetzt Artistic Laboratories organisiert haben und die Künstler von den Organisationen, mit denen wir arbeiten, dorthin gefahren sind, oder wir als Kulturmanager, hätte ich das jetzt so dazu gezählt, sonst wüsste ich jetzt nicht genau, wen ich da zählen soll. Ja, Carmen, es ist so, dass dieser Teil C neu ist. Mhm. Also okay, aber das wird dieser jetzt Teil auch schon C. Abgefragt. Dieser Teil C gilt für die aktuelle Ausschreibung 2024. Ihr habt früher eingereicht. Da wurden die Fragen anders gestellt. Okay, passt. Wenn du Fragen zu deinem Report hast oder wenn Definitionen hier unklar sind, rate ich dir, die mit deiner Projektmanagerin zu klären. Mhm. Okay, aber hier ist es mal wichtig zu wissen, dass im Vergleich zu vorhergehenden Calls der Teil C neu gefasst wurde und neue okay. Fragen enthält. Okay, gut, danke. Gerne. Von Frau Reber. Ja, hallo. Ich hatte das nur mit den Mobilitätsaktivitäten gerade nicht so richtig verstanden. Was fällt darunter? Also wenn jetzt in unserem Fall zum Beispiel Konzertreisen oder Kurse in einem anderen Land, fällt das drunter oder nicht? Das war mir jetzt nicht so ganz klar. Ja, wenn KünstlerInnen daran teilnehmen, dann fällt das drunter. Okay, gut. Danke. Dann Frau Schmieder, bitte. Ja, guten Morgen. Ich habe tatsächlich eine Frage zu der Liste der bisherigen Projekte, weil ich eigentlich gesehen habe, dass das die letzte Seite in dem Part B-Dokument ist. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich das dort ausfüllen muss. Aber dann muss ich es auch in dem Antragsportal ja getrennt hochladen. Heißt das, ich soll das extrahieren von dem Part B? Ja. Und dann da einfügen. Okay, gut. Aber gleich noch einmal genauer auch an. Also den okay, alles klar. Danke. Dann Frau Danoritzer, bitte. Hallo, ich habe noch mal eine Frage zur Größe der Organisation. Und zwar sind wir eine städtische Einrichtung. Ist dann sozusagen die Größe der Kunsthalle Gießen maßgebend oder die Größe der gesamten Kommune, deren Teil wir sind? Eine spezielle Frage. Ich würde jetzt mal sagen, der Kunsthalle Gießen, aber solche Fragen, die sehr individuell sind, klärt man am besten dann auch nochmal ab. Okay. Also vielleicht schicken Sie uns die Frage, die wir dann direkt mit der IACA abklären. Okay, danke. Und
Aber dann würde ich sagen, wir haben noch eine Wortmeldung und dann noch eine Frage im Chat und danach würden wir weitergehen. Wenn dann noch Fragen im Chat offen sind, dann werden wir uns bemühen, die noch im weiteren Verlauf zu beantworten. Dann Frau Juliette Dufour. Ja, guten Morgen. Eine Frage und zwar, wir reichen ein Projekt erneut ein und ich bin jetzt den Main-Kontakt für die Organisation Lead Partner. Ich habe unsere Organisation ist auch schon registriert, die habe ich auch schon gefunden. Die erscheint aber nicht in meinem Profil als meine Organisation. Also erscheint diese Verbindung zwischen mir und der Organisation nicht Erfolg zu sein und ich frage mich, wie man das machen kann oder mit wem ich mir da, wo ich mir da Hilfe holen kann, um eben diese Organisation dann auch mit meinem Profil zu verlinken. Sie müssen, man kann eine Verbindung herstellen, dafür brauchen Sie aber die Zugangsdaten zu Ihrer Organisation. Das heißt, Sie müssen herausfinden, wer die Organisation eingerichtet hat und was da die Zugangsdaten sind. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie praktisch einzelne Personen noch hinzufügen zu diesem Project Proposal. Okay, also das muss die ursprüngliche Person, die Organisation angelegt hat, dann praktisch machen genau, und nicht die Person, dann. Person bzw. die Zugangsdaten zu der Organisation. Okay, alles klar. Danke. Gerne. Elisabeth, dann habe ich noch eine letzte Frage aus dem Chat und zwar von Bianca Schumann. Muss im Fall einer Wiedereinreichung in der Liste von vergangenen Förderungen auch dieses erstmalig abgewiesene Projekt gelistet werden oder werden nur erfolgreiche Einreichungen gelistet? Also ich würde nur erfolgreiche Einreichungen listen. Danke. Es gibt tatsächlich aber auch den Punkt, dass Sie ankreuzen müssen, ob Sie das Projekt schon mal eingereicht haben, aber das ist ein Klick, das ist nicht keine Auflistung. Aber bei der List of Previous Projects geht es darum, Ihre Kompetenz und Ihre Erfahrung eben darzustellen und das würde ich sehr positiv machen. Genau. Gut, ich glaube, dann haben wir die Fragen soweit durch. Noch einmal die Frage in die Runde, ob ich gut zu verstehen bin. Ich habe gerade gehört, ich war etwas leise. Das lag wahrscheinlich am Mikro. Ich bin besser. Ich sehe Nicken. Wunderbar. Das passt gut. Denn ich werde jetzt auch fortführen mit dem nächsten Teil. Vielen Dank, Elisabeth. Und genau, wenn es noch Fragen im Chat gibt, genau, werden wir dann wie gehabt versuchen, sie schnellstmöglichst zu beantworten. Genau, und wir kommen jetzt zu unserem dritten Kapitel der heutigen Sitzung, unserer Veranstaltung. Und zwar steige ich jetzt mit Ihnen praktisch in das Herzstück der Antragstellung ein, also das Part B, Application Form und speziell auf die Kapitel 1 bis 4. Das sind eben die inhaltlichen Kapitel, in denen Sie Ihr Projekt darstellen können und müssen. Und genau, deswegen sprechen wir vom Herzstück, also dem wichtigsten Teil der Antragstellung. Dann zeige ich Ihnen einmal kurz nochmal, wo Sie den Teil finden und möchte Ihnen zur Orientierung nochmal diese Startseite des Funding and Tender Portals zeigen, auf die Sie kommen, wenn Sie das Antragsverfahren starten. Und wir hatten ja vorhin schon gezeigt, wo Sie Part A und Part C finden, die Elisabeth gerade vorgestellt hat. Und Sie sehen hier ganz links im Kasten auch den Part B markiert, also den Part, um den es jetzt gehen soll. Und zwar ist es eben der Teil, den Sie offline bearbeiten. Das heißt, Sie können das hier, wo es markiert ist, den Part B herunterladen und dann offline bearbeiten und anschließend, Sie sehen das hier rechts bei den Markierungen, ich kann auch vielleicht gerade mal mit einem Pointer zeigen, gibt es hier eben die Möglichkeit, diese Dokumente wieder hochzuladen. Welche Teile gehören denn zu diesem Part B? Also zum Part B gehört zum einen das Application Form, auf das ich jetzt genauer eingehen werde, die vor allen Dingen auf die Kapitel 1 bis 4 eben. Dann gibt es noch die eben angesprochene List of Previous Projects und das ist eben, wie eben schon verraten oder angeklungen ist, eben eine Tabelle, die Sie auf der allerletzten Seite des Application Form Part B finden. Die kopieren Sie sich raus, bearbeiten das in einem Word-Dokument getrennt zu dem Application Form Part B und laden das auch getrennt hier als PDF dann wieder hoch. Sie sehen das hier praktisch hier bei diesem Pluszeichen wird dann diese List of Previous Projects hochgeladen als PDF. Das gleiche gilt auch dann für das Application Form, was als PDF an der Stelle hier hochgeladen werden muss, also an erster Stelle.
Und ein weiterer Teil, der sich in den Unterlagen verbirgt, die Sie herunterladen, ist praktisch ein Anhang, ein Annex zu Part B, und zwar das Detailed Budget Table, was natürlich auch ein wichtiger Part ist. Und zu dem Part werden wir jetzt dann auch nachher nochmal ganz spezifisch kommen. Genau, jetzt konzentriere ich mich aber zunächst einmal mit Ihnen auf das Part B und auf die inhaltlichen Fragen, die da an Sie gestellt werden. Wichtig ist noch hier, das haben wir auch nochmal mit Kreuzen markiert, bei den CVs, also Lebensläufen, da gibt es kein gesondertes Dokument, das müssen Sie nicht hochladen. Deswegen mit einem X gekennzeichnet und auch ganz am Ende auch mit einem X gekennzeichnet. Es gibt keine weiteren Annexe und es sollten auch keine weiteren hochgeladen werden als die, die im Call-Dokument gefordert werden. Das heißt, Sie müssen wirklich nur drei Dokumente hochladen. Ich wiederhole nochmal, das Application Form Part B, die List of Murphy's Projects und das Budget Table. Was ist dieses Application Form Part B? Das ist ein vorformatiertes Word- bzw. RTF-Dokument, in dem Sie eben inhaltliche Fragen gestellt bekommen. Die Fragen sind angelehnt an den Vergabekriterien des Calls. Und die Kapitel 1 bis 4, die wir uns jetzt genauer angucken, das sind offene Fragen. Das heißt, das ist ein vorformatiertes Dokument, wo Sie praktisch angeleitet werden, Ihr Projekt darzustellen. Es handelt sich nicht um eine offene Projektbeschreibung. Ganz wichtig, ich glaube, die Frage kam auch im Chat schon mal, wie lang darf das sein? Das Dokument darf, also Application Form Part B, darf insgesamt nicht mehr als maximal 50 Seiten haben. Das ist wichtig, das will ich auch nochmal betonen, weil das tatsächlich eine Änderung zum letzten Call ist. Im letzten Jahr, da waren es noch 70, das wurde hier minimiert auf maximal 50 Seiten. Und diese Angabe, dass es maximal 50 Seiten nur sein dürfen, die finden Sie auch im Call-Dokument. Und das ist wirklich ganz wichtig zu wissen, dass die Angaben, dass Sie für spezifische Angaben immer in das Call-Dokument gucken. Das ist sozusagen die rechtliche Basis für den Call. Und wie eben schon erwähnt, wenn das ausgefüllt wurde, das Dokument, das RTF oder Word, wird das dann als PDF in ein PDF umgewandelt und kann dann dort im Portal eben heruntergeladen werden. Auch eine Frage, die schon öfter kam und die ich jetzt auch nochmal aufgreife, ist die Frage, in welcher Sprache der Antrag gestellt werden kann. Denn die Antragsdokumente selbst gibt es nur in englischer Sprache, also ausschließlich. Es gibt aber die Möglichkeit, die Antworten in jeder Amtssprache hereinzuschreiben, sozusagen. Wir empfehlen allerdings immer, den Antrag tatsächlich auf Englisch zu stellen. Einfach aus dem Grund, dass Sie höchstwahrscheinlich auch in einem Partnerkonsortium mit Ihren Partnern auf Englisch kommunizieren und es natürlich super sinnvoll ist, dass erstens alle Partner den Antrag lesen können und im besten Falle ja auch schon mitgewirkt haben. Deswegen bietet sich das Englische an und es wäre auch unsere Empfehlung. Dann noch der Hinweis, wirklich die Fragen und die Erläuterungen in dem Application Form Part B gut und genau durchzulesen. Es sind vier Kapitel und aber in jeder Frage verstecken sich auch immer noch so Unterfragen. Das heißt, das ist wirklich ganz enorm wichtig, dass man sich die Fragen gut durchliest und auch eben an einigen Stellen ganz besonders das Call-Dokument auch öffnet und daneben legt. Ich sage hier, die Fragen sind angelehnt an die Vergabekriterien des Calls. Deswegen möchte ich Ihnen auch einmal noch die Vergabekriterien zeigen. Also Vergabekriterien heißt, wie wird Ihr Antrag überhaupt von Jurorinnen bewertet? Und das eben anhand von vier Kriterien, die Sie hier sehen. Also in Bezug auf die Relevanz Ihres Projektes, in Bezug auf die Qualität von Inhalt und Aktivitäten, in Bezug auf das Projektmanagement und in Bezug auf die Verbreitung des Projektes, der Projektergebnisse. Und Sie sehen hier ganz rechts, es gibt eine maximale Punktanzahl, die Sie erreichen können. Und Sie sehen, die beiden ersten Kapitel, Relevanz und Qualität von Inhalt und Aktivitäten, sind etwas höher gewichtet. Für die bekommen Sie jeweils 30 Punkte. Für das Projektmanagement können Sie maximal 20 Punkte erhalten und eben für die Darlegung der Verbreitung auch nochmal 20, sodass die Maximalpunktzahl ist, die Sie erreichen können, 100 Punkte sind. Wichtig ist hier nochmal zwei Einschränkungen. Sie müssen tatsächlich trotzdem in jedem Kapitel, also in jedem Unterkapitel, mindestens die Hälfte mindestens erreichen der Punkte, also 10, 10 und hier 15 mindestens. Und insgesamt muss die Bewertung bei mindestens 70 Punkten liegen,
damit sie überhaupt zur Förderung praktisch ja, herangezogen werden können, damit sie, das ist praktisch der Quality Threshold, in dem von die Rede ist in diesem Call-Dokument. Und genau, 70 ist eben die Mindestanzahl. Ab dem Punkt wird dann aber geguckt, wie viele Projekte haben eingereicht und wie viel Budget steht zur Verfügung. Und dann müssen Sie sich vorstellen, das ist so ein bisschen wie beim NC, bei den Zugangsvoraussetzungen bei der Hochschule. Je nachdem, wenn die Anfrage, Nachfrage natürlich sehr hoch ist und das Budget das nicht zulässt, steigt der Score. Das heißt, es kann gut sein, dass der Score dann, je nachdem, wenn es viele Einreichungen gibt, auch um die 80 liegen kann. So. Also 70 müssen Sie mindestens erreichen und dann variiert der Score eben von Jahrgang zu Jahrgang. Wichtig vielleicht noch zu wissen, für diese Antragsrunde stehen insgesamt für die Kooperationsprojekte rund 60 Millionen Euro zur Verfügung und damit sollen ungefähr 130 Projekte bewilligt werden. Genau. Und das sind eben hier nicht nur die Vergabekriterien, wie eingangs gesagt, das sind auch die Kapitel 1 bis 4, die Sie in dem Application Form Part B finden. Und darunter subsumieren sich dann auch die jeweiligen Fragen zu Ihrem Projekt. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal die verschiedenen Kapitel genauer an. Und das erste Kapitel eben steht unter dem Aspekt der Relevanz. Wie relevant ist Ihr Projekt im Sinne des Programms und seiner Ziele und Prioritäten? Also gerade für dieses erste Kapitel ist es wirklich ganz wichtig, dass Sie das Call-Dokument kennen und auch reingeschaut haben und sich dort die Ziele und Prioritäten des Programms einmal durchlesen. Also die Prioritäten hat ja auch vorhin Julie einmal kurz vorgestellt, aber im Call-Dokument finden Sie zu jeder Priorität auch nochmal eine Erläuterung. Dann, genau, das ist dann, also unter 1.1 verbirgt sich dann eben, dass Sie sagen, was das Ziel Ihres spezifischen Projektes ist und welche Priorität des Calls Sie mit Ihrem Projekt angehen und aufgreifen. Deswegen ist es wirklich ganz enorm wichtig, nochmal zu überlegen, welche Priorität passt wirklich auf Ihr Projekt, weil das ist eben nicht nur ein Kreuzchen im Part, im Online-Part, sondern es ist eben auch hier eine Frage, die Sie spezifisch beantworten müssen und dann auch erklären, wie Sie diese Priorität wirklich mit Ihrem Projekt auch umsetzen. Also ab welche Aktivitäten Sie dazu haben und was Sie genau planen. Und Sie dürfen maximal 2 Prioritäten ankreuzen. Wir empfehlen meistens in der Regel eine, wirklich um Ihren Antrag wirklich zu strukturieren, zu fokussieren. Das heißt nicht, dass Sie auch andere Prioritäten machen können. Das heißt eben nur, dass der Fokus gesetzt wird auf eine. In einigen Fällen macht es dann vielleicht auch mit 2 Prioritäten Sinn. Aber das sind auch gerne Fragen, die wir mit Ihnen dann im 1:1 aber für Ihr Projekt besprechen. Im Punkt 1.2 gibt es eine Bedarfsanalyse, eine Needs Analysis ist das genannt. Dort sollen Sie einmal darstellen, warum Ihr Projekt auf europäischer Ebene notwendig ist. Also warum braucht es Ihr Projekt? Und dann gilt es zu sagen, was gibt es vielleicht für Herausforderungen, was gibt es vielleicht für Probleme oder Lücken, die Sie in Ihrer Sparte oder in der Sparte, in der sich Ihr Projekt bewegt, identifizieren und die Sie mit Ihren Partnern angehen wollen. Und welche Ziele leiten Sie da spezifisch für Ihr Projekt daraus ab? Das ist so Kapitel 1.2. Im Unterkapitel 1.3 wird es dann so ein bisschen noch weitergeführt und gefragt, was ist der europäische Mehrwert Ihres Projektes? Warum ist es sinnvoll, Ihr Projekt auf der europäischen Ebene umzusetzen, was ist die europäische Dimension der Partnerschaft, warum braucht es für dieses Projekt einfach genau die Zusammenarbeit zwischen europäischen Partnern, warum kann man es nicht nur genauso gut auf der nationalen Ebene machen und dann auch nochmal die Unterfrage, wie komplementieren Sie mit Ihrem Projekt andere Projekte, Initiativen oder Programme, die es vielleicht schon in dem Bereich gibt und auch in Bezug dazu, inwieweit ist denn in Abgrenzung dazu Ihr Projekt auch innovativ oder neu? Das ist natürlich dann auch die Frage. Dann machen Sie das vielleicht das 10. Projekt, was es schon mal gab, oder ne, was machen Sie dann eben auch anders und warum ist es dann auch förderfähig oder förderungswürdig? Hier auch nochmal der Hinweis, wirklich zu so gucken, was, also Sie können da anknüpfen an nationale Projekte oder Initiativen, aber eben auch an europäische Ebene, Initiativen und auf die europäische Ebene gucken. Da die Empfehlung einmal zu so schauen, welche Strategiepapiere wurden vielleicht in Ihrem Bereich auf EU-Ebene veröffentlicht, welche großen Projekte gab es da schon? Da können Sie eben gucken, was auch im Programm Kreatives Europa Kultur schon mal gefördert wurde, um sich dann auch vielleicht dazu eben abzugrenzen.
Das ist der Bereich 1.3 und dann gibt es noch das Kapitel 1.4. Das sind die Cross-Cutting Priorities. Wir sagen auch im Deutschen immer Querschnittsthemen. Das sind eben zwei Themen, die alle Projekte unabhängig von ihren eigentlichen Inhalten, die sie vorhaben, umsetzen müssen. Das sind praktisch die Teile, die, wo sie aufgefordert werden zu beiden, also ökologische Nachhaltigkeit und zur Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Diversität, sich Gedanken zu machen und eine Strategie darzulegen, wie sie mit ihrem Projekt diese beiden Bereiche angehen und dazu beitragen können, dass sich das positiv entwickelt. Wichtig ist hier auch immer, dass man wirklich, dass sie zeigen, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Es geht auch darum, nicht nur zu sagen, den Status quo, zu sagen, das machen wir schon und das praktisch das ist es, sondern auch wirklich eine Art Entwicklungsziel sozusagen, dass sie mit diesem Projekt eben vielleicht auch noch in einigen Dingen sich vertiefend mit beschäftigen können und werden. Und dann müssen sie gucken, was natürlich für ihr Projekt passt und was auch im Umfang ihres Projektes angemessen ist. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel ein Projekt zur ökologischen Nachhaltigkeit haben, wenn sie jetzt nicht ein Projekt haben, sondern ein Projekt zum Beispiel, was sich eben nicht spezifisch mit ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigt, sondern zum Beispiel mit vor allen Dingen mit Co-Produktion im zum Beispiel, ich sag mal, Theaterbereich und es viel gereist wird, dann könnten Sie natürlich überlegen, gut, wo macht es vielleicht Sinn, wo kann man über CO2-armes Reisen nachdenken, welchen Elementen vielleicht nicht. Gibt es Teile, die man offline machen kann, Teile, die man dann auch online machen kann und das einfach durchzudenken, zu zeigen, dass man sich da Gedanken gemacht hat und eine Strategie hat, genau, wird erfordert mit diesen beiden Fragen. Gleiches gilt eben auch für Geschlechtergerechtigkeit. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ausschreibungen machen für Künstlerinnen, die Sie suchen, auch zu überlegen, dass wie Sie mit Ihren Ausschreibungen ein möglichst diverses Zielpublikum erreichen, wie die Ausschreibungen an sich inklusiv sind. Das sind alles so Gedanken, die man sich hier machen kann. Und sollte, wir können auch gerne immer noch in 1:1 besprechen, wenn Sie da immer Zweifel haben, was für Ihr Projekt sinnvoll ist oder was sozusagen ausreichend ist, dann können wir das besprechen. Und Sie erhalten heute auch noch zwei Veranstaltungsempfehlungen von uns, wo wir uns speziell nochmal mit jeder dieser Prioritäten beschäftigen werden im November und Dezember. Sozusagen, das ist das Kapitel Relevanz, also das inhaltliche Herz- und Kernstück der Antragstellung. Dann gehe ich einmal noch auf zwei Fragen ein innerhalb des Kapitels, die Sie nicht ausfüllen müssen, einfach nur um die Verwirrung, damit keine Verwirrung aufkommt. Und zwar im Kapitel 1.3 gibt es zwei Fragen, die sich nur an die Creative Europe Desk, also an uns Beratungsstellen richten. Hintergrund ist, dass auch wir Beratungsstellen mit den gleichen Antragsunterlagen für unsere Antragstellung arbeiten müssen. Das bedeutet aber, dass hier eben auch Fragen auftauchen, die nicht an Sie gerichtet sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und in dem Fall bei Kapitel 1.3 gibt es eben diese zwei Fragen, die wir auch markiert haben, die Sie dann auch in den zugeschickt bekommen, ja, die Präsentation nochmal nachgucken können, wenn da Zweifel passieren, die nicht ausgefüllt werden müssen. Also das einmal hier an der Stelle. Dann gibt es eben das zweite große Kapitel, wo Sie eben gesehen haben, dass Sie auch insgesamt 30 Punkte für erreichen können, und zwar die Qualität von Inhalten und Aktivitäten. Hier geht es darum, erstmal zu zeigen, wie gehen Sie an das Projekt heran. Also mit Kapitel 2.1 wird nach Konzept und Methodik Ihres Projektes gefragt und nach den Ansätzen. Also wie gehen Sie an dem Projekt heran? Wie gehen Sie an das Projekt heran? Wie ist Ihr Projekt aufgebaut? Und nicht nur, was machen Sie, sondern warum machen Sie es auf diese bestimmte Art, wie Sie es geplant haben? Sind Ihre Aktivitäten sinnvoll, um Ihre Projektziele umzusetzen? In Punkt 2.2 ist praktisch der Bereich, wo Sie Ihr Partnerkonsortium einmal darlegen und auch die Rolle jeder Partnerorganisation einmal beschreiben müssen und auch die Aufgabenverteilung und die jeweiligen Expertisen jeden Partners mit aufnehmen. Das heißt, hier müssen Sie erklären, warum genau diese Partner an diesem Projekt teilnehmen. Warum ist jeder Partner genau ein Experte, eine Expertin in dem Bereich? Welche Expertise bringen Sie mit ein? Welche Bereiche in dem Projekt übernehmen Sie? Dann gibt es die Frage 2.3. Das ist die Frage nach den Zielgruppen und Publikum. Sie müssen wirklich spezifisch sagen, wen
Sie mit dem Projekt erreichen wollen? Wer sind Ihre Zielgruppen? Das heißt, beschreiben Sie das, wen Sie planen zu erreichen und auch den Mehrwert für die Zielgruppen, für die Sie arbeiten, aufzuführen und zu listen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Projekt haben, was sich speziell an Jugendliche richten soll, Sie aber in einem Partnerkonsortium nicht erwähnt haben, dass es einen Partner gibt, der im Bereich Kinder-Jugendarbeit gearbeitet hat, dann wäre es natürlich irgendwie nicht kohärent und man würde nicht verstehen, okay, warum ist jetzt Ihre Zielgruppe eben Jugendliche? Und dann müsste man sagen, gut, das ist gerade unser Ziel, dass wir diese Expertise nicht haben, aber deswegen gibt es vielleicht noch einen externen Partner oder weitere Organisationen, die uns eben helfen, diese Zielgruppen zu erreichen. All das ist etwas, was Sie in Punkt 2.3 darstellen sollen. Und dann gibt es die Frage 2.4, Projektdesign. Und hier ist es sozusagen wirklich der Moment, wo Sie wirklich inhaltlich nochmal beschreiben können, was Sie eigentlich machen. Also die Frage 2.1 ist, warum machen Sie das, was Sie machen? Und die Frage 2.4 ist dann, was ist es denn überhaupt, was Sie genau machen? Was sind Ihre Hauptaktivitäten und wie hängen alle Hauptaktivitäten zusammen? Also was ist da die rote Linie? Was ist da der Ablauf? Was passiert in dem Projekt? Das ist das Kapitel 2. Gehen wir einmal einen Schritt weiter auf Kapitel 3, das ist das Projektmanagement-Kapitel, wo Sie dann 20 Punkte maximal erhalten können. Hier geht es wirklich um organisatorische Abfragen. Es wird gefragt, ob Sie als Projektkonsortium in der Lage sind, sozusagen so ein EU-Projekt umzusetzen. Also das soll mit diesen Fragen hier herausgefunden werden. Haben Sie die Organisationsstrukturen dafür, haben Sie die Ressourcen und Kapazitäten, haben Sie sich Gedanken um das Projektmanagement gemacht? Das steht so ein bisschen hinter diesem Kapitel 3 Projektmanagement. Und Sie sehen, in Punkt 3.1 müssen Sie die Organisations- und Entscheidungsstrukturen beschreiben, Sie müssen die interne Kommunikation beschreiben, wie kommunizieren Sie innerhalb Ihrer Organisation, aber auch natürlich dann mit Ihren Partnern, wie kommuniziert das Partnerkonsortium. Dann Kapitel 3.2 geht es um das Projektteam und zwar um die Auflistung aller beteiligten Personen und derer Expertisen und Aufgaben und auch der Qualifikation der jeweiligen Personen. Hier ist wichtig, das ist eine Abfrage in Tabellenform und diese Frage bezieht sich wirklich auf das Kernteam des Projektes, also alle beteiligten wichtigen Personen des Projektkonsortiums. Und ich hatte auch vorhin ja gezeigt, es wird eben nicht mehr, das gab es früher mal so, kein externes Dokument mit Lebensläufen hochgeladen. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur hier im Antrag unter Punkt 3.2 eben die Möglichkeit, die Expertise und das Kernteam einmal vorzustellen. Genau, das ist 3.2. Dann gibt es unter 3.3 Fragen zum Finanzmanagement. Da geht es darum, dass Sie zeigen, dass die Kosten, die Sie eingeplant haben, effizient eingesetzt werden, dass sie nachvollziehbar sind. Sie müssen hier auch nochmal Bezug nehmen dann auf das Budget, was Sie ausgefüllt haben und auf die Arbeitspakete. Budget und Arbeitspakete sind zwei große Themen, auf die wir gleich auch nochmal genauer eingehen. Und dann geht es natürlich auch um die Finanzsteuerung, meint, wie managen Sie die Finanzen innerhalb des Konsortiums? Wer bekommt was und wie viel? Und wenn es dann zum Beispiel ja, Unterschiede gibt auch, dann gilt es, das hier in Punkt 3.3 zu erklären. Und dann gibt es als letztes in dem Bereich, in dem Kapitel Projektmanagement noch den Punkt 3.4. Der nennt sich Risikomanagement, Monitoring und Evaluierung. Und hier müssen Sie zeigen, dass Sie sich eben auch Gedanken gemacht haben, was es eventuell für Risiken gibt, die Ihnen während der Projektlaufzeit begegnen könnten und wie Sie diese dann angehen oder die abmildern könnten. Das ist das Kapitel Projektmanagement. Dann gehe ich einmal weiter, um noch auf das letzte Kapitel zu sprechen zu kommen, was sich Verbreitung oder auch auf Englisch Dissemination nennt. Ganz wichtig ist hier nochmal der Hinweis, dass wir immer oft die Rückmeldung bekommen auf unseren Kolleginnen auf EU-Ebene, dass das das Kapitel ist, wo viele Projekte Leichtpunkte verlieren. Wahrscheinlich auch einfach, weil es das letzte inhaltliche Kapitel ist und die Luft so ein bisschen raus ist und man das dann auch noch machen muss. Aber es ist tatsächlich super wichtig, auch hier nochmal ganz genau sich die Fragen durchzulesen und das wirklich akkurat und gut zu beantworten, um hier diese Punkte, diese maximal 20 Punkte, die man bekommt, auch
erfüllen zu müssen, ja, zu können überhaupt. Genau, das sozusagen das Plädoyer, wirklich nochmal bei den Kapitel 4 auch genau aufzupassen. Und dann gehe ich einmal mit Ihnen auch mal die Fragen durch, die es hier gibt. Also es gibt drei Unterfragen. 4.1, da geht es um das Impact, also welche Auswirkungen auf den Sektor hat Ihr Projekt kurz-, mittel- und langfristig, also kurz während der Projektlaufzeit, mittelfristig sozusagen bis zum Ende der Projektlaufzeit und langfristig meint über das Projektlaufzeitende hinaus. Genau, Sie haben ja auch, vielleicht hier können Sie nochmal die Referenz ziehen zu Kapitel 1, wo Sie ja auch eine Bedarfsanalyse machen mussten und auch darlegen, welche Herausforderungen und Probleme es gibt. Hier ist der Moment zu sagen, wie Sie mit Ihrem Projekt vielleicht auf diese Herausforderungen und Probleme dann auch eben kurz-, mittel- und langfristig vorhaben zu reagieren. Genau, im Punkt 4.2 geht es dann um die externe Kommunikation, also welche Formate und Methoden werden Sie nutzen, um das Projekt möglichst sichtbar zu machen, auf einer europäischen Ebene sichtbar zu machen, in den jeweiligen Partnerländern sichtbar zu machen. Was haben Sie da genau geplant und auch in Bezug auf Ihre Zielgruppen, wie setzen Sie das um? Dann die letzte Frage unter Dissemination, Verbreitung ist 4.3. Das bezieht sich auf die Nachhaltigkeit, aber dieses Mal nicht auf die ökologische Nachhaltigkeit, sondern eher Nachhaltigkeit im Sinne von der Langlebigkeit des Projektes und der Übertragbarkeit. Also was bleibt tatsächlich von dem Projekt übrig, wenn das Projekt offiziell geändert ist? Und das auf mehreren Ebenen. Also es kann natürlich ganz, ganz konkret sein in Form von physischen Sachen, wie zum Beispiel einen Leitfaden oder ein Tutorial oder eine Website, die vielleicht länger bestehen bleibt als das eigentliche Projekt. Es kann natürlich auch sowas sein wie Expertisen, die Sie innerhalb Ihrer Organisation aufgebaut haben, die Ihnen dann vielleicht auch helfen, weiter an diesen Projektthemen zu arbeiten. Also zum Beispiel auch, wenn es Ansätze zur Fortführung von Projekten gibt, Gedanken, wie das vielleicht dann sich implementieren kann bei Ihnen, dann ist das die Stelle, in der Sie das einmal darlegen können. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil auch im Kapitel 4 gibt es Bereiche, die nochmal eine extra Kommentierung haben und vielleicht verwirren können. Hier gibt es nämlich Sachen, die wir als Beratungsdesk nicht ausführen müssen, aber Sie. Das heißt, hier im Kapitel 4 müssen Sie tatsächlich alle Fragen beantworten. Das heißt, es gibt immer dieses Kürzel N-A for Creative Europe Desks. Das heißt, not applicable for Creative Europe Desks. Wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich applicable für Sie. Also da müssen Sie die Fragen ausfüllen. Das heißt, hier diese vier Fragen müssen Sie alle beantworten. Dann komme ich zu guter Letzt noch einmal auf die Vergabekriterien, weil Sie haben ja jetzt gesehen, die Kapitel in dem Application Form Part B sind auch die Kapitel, in denen Ihr Projekt bewertet wird. Was ich eben nicht gesagt habe, das wissen Sie aber vielleicht, natürlich die Projekte reichen Sie ja sozusagen elektronisch direkt in Brüssel ein. Die Anträge gehen an unabhängige Jurorinnen, die ihren Antrag bewerten und eben anhand dieser Vergabekriterien. Und das, keine Sorge, das ist viel Text, will ich auch gar nicht mit Ihnen jetzt im Einzelnen durchgehen. Das habe ich eben im Prinzip mit den Folien, die ich Ihnen erklärt oder erläutert habe, schon mal getan. Das sind sozusagen zwei Folien, die haben wir einmal mit reingenommen, nochmal detailliert, die Sie eben dann nutzen können, wenn Sie den Antrag stellen. Die halten Sie jetzt ja im Nachgang und damit können Sie arbeiten. Das sind nochmal alle Fragen zu jedem Vergabekriterium, die Sie mit Ihren Antworten beantworten müssen oder sollten. Die Fragen haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern die finden Sie auch im Call-Dokument genauso aufgelistet. Unsere Transferleistung und Serviceleistung für Sie war das jetzt einmal hier aufs Deutsche zu übersetzen, damit Sie sich das auch nochmal daneben legen können, um darauf zu achten, dass Sie wirklich diese ganzen Aspekte und Teilfragen dann auch wirklich jeweils beantworten mit Ihren Fragen. Also wie gesagt, die Relevanz, Qualität, dazu gibt es dann natürlich die Fragen und dann auch nochmal für Projektmanagement und Verbreitung. Genau. Und damit schließe ich so ein bisschen das Kapitel 4, das Kapitel 3 ab, also Application Form Part 1 bis 4 und wir können gerne nochmal über Detailfragen oder spezifische Fragen ein. Ja, danke, Sophia. Ich würde direkt mal reingrätschen, weil die Frage mehrmals aufgetaucht ist zum Application Form Part B, eben genau recht allgemein die Frage, gibt es
bei Änderungen zum letzten Call bis auf die Änderungen mit den 50 Seiten, die es jetzt sind. Genau. Nee, tatsächlich nicht. Also die größten Änderungen hatten Sie wahrscheinlich gerade gesehen, weil im Part A bzw. im Part C, das Application Form ist im Prinzip identisch bis auf die eben 50 Seiten Regelung. Und können wir eine Orientierung nennen, wie viele Seiten es so mindestens haben soll, Part B? Ja, ist eine gute Frage. Es kommt nur tatsächlich ganz auf das Projekt an und auf die Anzahl der Partner, weil natürlich je mehr Partner Sie haben, desto mehr müssen Sie schreiben. Also natürlich kleine Anträge sind kürzer in der Regel als mittlere, aber das muss es auch nicht sein. Ich würde sagen, es kommt eben darauf an, dass Sie wirklich die Fragen und die Unterfragen gut beantworten. Und wenn Sie das getan haben, dann sage ich es dem Genüge getan, dann würde ich nicht eher nicht auf die Seitenanzahl gucken, sondern wirklich darauf, dass Sie jede Frage ausreichend und gut beantworten. Aber bitte unbedingt achten, tatsächlich diese 50 Seiten nicht zu überschreiten, weil die können tatsächlich auch gar nicht eingesehen werden. Die werden geschwärzt. Das heißt wirklich, ab Seite 51 haben die Juroren dann ein schwarzes Blatt. Deswegen bitte auf jeden Fall darauf achten, weil sie haben ja nicht nur den Fließtext, sie sehen auch gleich, wenn Lena mit Ihnen nochmal den zweiten Teil des Application Form durchgeht, da gibt es ja auch Work Packages, über die Sie gleich nochmal genaueres hören. Und die haben so eine Tabellenstruktur. Das heißt, es ist relativ leicht natürlich, dass sich die Seiten addieren und dass man dann schon nochmal sich in Richtung 50 Seiten bewegt, vor allen Dingen beim mittleren Kooperationsprojekt. Deswegen da wirklich auf die Länge achten. Wichtig ist auch nochmal, das habe ich nicht gesagt, wirklich auch in dem Application Form darf nichts herausgelöscht werden, was da ist. Also das ist ganz wichtig. Sie dürfen da jetzt nicht rumformatieren und versuchen noch, ne, Ihre Antwort irgendwie reinzuquetschen, sondern Sie sollten das so verwenden, wie das eben als Vorlage vorformatiert wurde. Ja, danke schön. Dann würde ich einmal Marie Schmieder bitten, ihre Frage aus dem Chat mal kurz hier im Plenum zu erläutern. Die habe ich nämlich nicht verstanden. Ja, es ist eine Detailfrage. Da steht halt, dass ich was rauslöschen soll aus der Application Form. Should be deleted before uploading. Jetzt, ich weiß einfach nicht, welches damit gemeint ist. Ist damit diese Anfangsbox gemeint, wo Projekt, Projektname, Projekt, Akronym und Coordinator-Contact gemeint ist? Auf welcher Seite lesen Sie das? Ich lese das wenn ich das Dokument aufmache, ist das Seite 2, Cover Page. Und da der gleich im ersten Absatz. Also ich glaube, da geht es um die Cover Page. Richtig? Genau, ja. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, ob die Coverpage drin bleiben darf oder nicht. Aber wenn da jetzt spezifisch drin steht, dass die Coverpage herausgelöscht also das heißt, werden soll. Das heißt, dass die erste Seite sozusagen das leere Dokument, das soll raus. Genau, also wenn, weil dann kann es nur darauf sich beziehen. Genau. Und den anderen Teil, den Sie natürlich raus, genau, und den anderen Teil, den Sie rausnehmen können und dürfen und sollten, ist eben, was ich erwähnt habe, dieser Annex List of Previous Projects. Das ist eben die letzte Seite des Word-Dokuments, die soll natürlich auch, die wird herausgenommen. Das ist etwas, was Sie praktisch rauskopieren können. Das können Sie dann auch löschen und das wird ja in einem neuen Word-Dokument hochgeladen. Diese List of Previous Projects ist dann ein separates Dokument und die zählen nicht in die 50, maximal 50 Seiten mit rein. Ja. Und eine Frage, ob Sie damit Erfahrung haben noch. Ich habe versucht, das in Word, also als Word-Datei abzuspeichern und dann hat es mir alles ab 5.5, also die Workplans und Work-Packages, total zerrissen. Ist das häufig so oder da kam nee. Noch nicht? Okay. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Es kann natürlich sein, wenn arbeiten Sie mit einem Mac? Ja. Ja. Tatsächlich haben Mac-Nutzerinnen leider öfters mal Probleme, was das Öffnen von diesen Anhängen, also vom Excel und vom Word angeht. In den meisten Fällen konnten wir trotzdem so weit helfen, dass Mac-Nutzerinnen das gut ausfüllen konnten. Wir hatten aber tatsächlich schon mal ein, zwei Fälle, wo wir dann am Ende gesagt haben, weil das dann auf die Frist zuging und es nicht geklappt hat, bitte fragen Sie Bekannte oder im Team, ob einer kein Mac hat, mit dem Sie das gerade ausführen können. Das wäre sozusagen der Worst Case. Aber wenn Sie das Problem haben mit Mac, kommen Sie dann gerne nochmal auf uns in 1:1-Fällen zu und wir gucken uns das an mit Ihnen. Okay, weil es sollte auch möglich sein, Zeilen hinzufügen zu können, etc., richtig? In dem Dokument. Also in dem Word-Dokument haben Sie eigentlich nur Fehler, die Sie ausfüllen müssen. Da sollten Sie nichts hinzufügen. Genau. Aber Sie,
Aber man kann ja zum Beispiel, also vielleicht sind ja mehr als 4 Leute involviert bei jetzt zum Beispiel bei Number of Participants. Und wenn ich da dann eine 5. Person hinzufügen möchte. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, welcher spezifischen Stelle Sie sind, aber ich glaube, das geht ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich würde sagen, Okay, das besprechen wir dann gerne in einer 1:1-Beratung. okay, danke. Danke. Okay, dann ist hier noch eine Meldung von Matthias und vielleicht ist das für diesen Teil die letzte Frage. Ja, hallo, Matthias hier. Eine Frage an Frau Hotz. Sie hatten beim letzten Meeting gesagt, wir sollten Augenmerk auf die Qualität der Kommunikation legen. Ich vermute mal, das bezieht sich auf Kapitel 2. Können Sie dazu noch was sagen? Also Sie meinen wahrscheinlich die Kommunikation innerhalb des Konsortiums. Also was können wir dazu tun, sage ich mal, damit wir die Partner verstehen, dass wir sie auch richtig verstehen? Ist das das, was Sie meinen? Genau, also es wird an zwei Stellen gefragt, wie Sie richtig gesagt haben. Es gibt einmal die Frage nach der internen Kommunikation in Kapitel, also unter Kapitel 2. Und es gibt einmal die Frage in Kapitel 4, wo es um die Verbreitung externer Kommunikationsstrukturen gibt. Ne? Und Ja. es gibt eben die interne und externe. Bei Ihrer Frage nochmal, was Sie tun können, um eine gute interne Kommunikationsstruktur darzulegen. Ja. Genau, ja, genau. Also in erster Linie wirklich zur Beschreibung, wer macht was in dem Projekt und warum und wie kommunizieren. Also was haben Sie da vielleicht auch für Tools, die Sie nutzen, um online zu arbeiten? In welchem Rhythmus haben Sie vielleicht interne Meetings, Online-Meetings, um sich zu briefen? Und wie briefen Sie sich? Ne? Gibt es vielleicht auch Online-Dokumente, die Sie online ablegen, die Sie teilen? Ne? Wie funktioniert das überhaupt? Wie arbeiten Sie grenzüberschreitend zusammen? Okay, super. Dankeschön. Gerne. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir weitergehen und ich sehe, dass meine Kamera ziemlich flackert. Ich bitte das zu entschuldigen und ich hoffe, das irritiert nicht, aber im besten Fall sehen Sie gleich sowieso meine Folien. Genau. Na so. Wir sind noch immer im Part B der Application Form und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was es mit den Work Packages und dem Workplan auf sich hat. Also die Strukturierung von den Projektaktivitäten, die Sie mit Antragstellungen auch schon recht konkret angeben müssen. So, genau. Diese tauchen, wenn man sich die Inhaltsübersicht von Part B anschaut, im 5. Kapitel auf. Und wenn wir zuerst zum Workplan kommen, der eben genau unter 5.1 dargestellt wird, sieht man, dass der Workplan eine kurze Übersicht sein soll, mit der Sie zeigen, wie Sie Ihr Projekt strukturieren. Also hier sollen Sie ganz kurz, knapp und verständlich sein und die großen Strukturen des Projekts aufzeigen. Und man kann das sozusagen als ja, Einleitung oder auch Übersicht für die Jury sehen, um im nächsten Schritt dann genauer ins Detail einsteigen zu können. Also detaillierter in die Work Packages, die sogenannten Arbeitspakete, zu gehen und sich so sozusagen ins Detail zu hangeln. Unter Kapitel 5 fallen auch noch Events und Trainings, Angaben sowie der Zeitplan. Auf den werde ich aber gleich auch nochmal eingehen. Gehen wir erstmal zu den Work Packages, den Arbeitspaketen. Was sind es eigentlich, diese Work Packages, diese Arbeitspakete? Die bilden die Hauptunterteilung Ihres Projekts. Das heißt, hier sind wir bei einer Gruppierung der verschiedenen Aktivitäten, die Ihr Projekt umfasst und seine wesentliche inhaltliche Unterteilung ausmachen. Also es ist sozusagen die Ebene zwischen dem Projekt und der Auflistung der einzelnen Aktivitäten, die Sie mit dem Projekt verfolgen und umsetzen. Sie können Work Packages auch als Chance sehen oder Chance nutzen, um zu zeigen, dass Sie wissen, was Sie vorhaben, dass Sie einen genauen Plan haben und auch, dass das Projekt klar strukturiert ist, dass Sie die Ziele klar abgesteckt haben und auch die Rollen innerhalb des Projekts zwischen den Partnern gut verteilt sind und Sie eigentlich genau wissen, was Sie da tun. Die Work Packages ermöglichen auch die konkreten Aktivitäten, die sogenannten Tasks, mit ihren Ergebnissen, die sie erzielen, das sind die sogenannten Deliverables, zu verknüpfen. Auf die Deliverables werde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen.
Wir bekommen immer wieder die Frage gestellt, wie viele Work Packages denn eigentlich Sinn ergeben. Und da ist die Antwort, das ist ganz klar abhängig von Ihrem Projekt und wie Sie Ihr Projekt und Ihre Aktivitäten strukturieren. Sie haben gesehen, wir gehen von kleinen und mittleren Projekten aus, die mindestens 3 bis 5 Partner involvieren. Und da kann die Projektgestaltung sehr individuell aussehen. Generell raten wir aber dazu, so plus, minus 5 Work Packages, dass die sinnvoll sind. Bei mehr als 10 Work Packages zum Beispiel also riskieren Sie da schon, dass das Projekt zu sehr auseinandergerissen wird. Also schauen Sie, dass die Einteilung zu Ihrem Projekt passt, gut nachvollziehbar ist und auch vor allem nicht zu kleinteilig, sondern dass Sie wirklich sinnvolle Arbeitspakete schnüren. Schauen wir uns mal kurz an, wie man das Aufteilen von Work Packages überhaupt angehen kann. Also welche Schritte können Sie gehen, um sich mit den Work Packages auseinanderzusetzen und dann auch klare Einteilungen zu finden? Zunächst erweist es sich als sinnvoll, erstmal eine Auflistung aller geplanten Aktivitäten aufzustellen, also sich selbst zu fragen, was machen wir eigentlich? Und dabei ist es wichtig, nicht auseinanderzureißen, was zusammengehört, also Aktivitäten zu gruppieren und gleichzeitig auch nicht überschneiden zu lassen, also gleiche Aktivitäten mehrmals aufzuführen. Das sollte vermieden werden und gleichzeitig ein Weg gefunden werden, Aktivitäten zu bündeln. Dazu kommt die klare Verteilung von Rollen. Sie sollten mit Ihren Partnern zusammen überlegen, wer übernimmt welche Aufgabe. Auch ist es wichtig und hilfreich, den Zeitplan mitzudenken und festzuhalten, was wann bzw. in welcher Abfolge passiert. Und das werden Sie später auch nochmal in der Timeline darstellen. Aber auch hier erweist es sich als sinnvoll, für die Arbeitspakete schon zu überlegen, was soll wann passieren. Dann sollten Sie die Ergebnisse, also die Deliverables, die aus den Aktivitäten bzw. den Work Packages hervorgehen, bestimmen und definieren. Also was wollen Sie eigentlich am Ende vorzeigen? Wohin soll das Work Package, wohin sollen die Aktivitäten führen? Sie können Beispiele im Call-Dokument finden. Die sind ganz konkret benannt und auch an der einen oder anderen Stelle hilfreich. Und darunter fallen zum Beispiel Work Packages wie Projektmanagement, Kommunikation, künstlerische und kreativer Ausdruck bzw. Tätigkeit, aber auch der Kapazitätenaufbau oder die Netzwerkarbeit. Das sind Möglichkeiten oder Thematiken, nach denen Sie Ihr Projekt clustern können, aber nicht müssen. Also hier gilt es auch zu schauen, was ist für Ihr Projekt da sinnvoll. Genau. Hier auch nochmal eine Übersicht zu den Work Packages, was sie enthalten, die Sie sich im Nachgang auch nochmal in Ruhe anschauen können. Genau. Wir haben hier verschiedene Begrifflichkeiten, die Ihnen auch immer wieder begegnen werden. Also jedes Work Package, jedes Arbeitspaket enthält sogenannte Tasks und Deliverables, von denen ich auch gerade schon gesprochen habe. Die Tasks sind konkrete Aktivitäten oder Aufgaben, die Sie innerhalb des Projekts umsetzen. Die Deliverables, die sind der Output oder auch die Projektleistung, die die jeweilige Aktivität mit sich bringt. Also es ist etwas Konkretes und Greifbares, mit dem Sie beweisen können, dass die Aktivitäten, die Sie angegeben haben und auch umsetzen werden, tatsächlich dann auch ausgeführt wurden. Das Reporting, also die Bewertung des Projekts, wird dann auch auf Basis dieser Deliverables stattfinden. Daher ist es wichtig, dass Sie konkrete Ergebnisse haben, mit denen Sie aufzeigen können, was Sie geleistet haben. Und diese konkret zu erwartenden Ergebnisse werden dann schon mit Antragstellung benannt. Work Packages können auch Meilensteine, Milestones enthalten, die vor allem bei mittleren oder auch größeren Projekten Sinn ergeben. Anhand dieser Milestones oder auch Kontrollpunkte lassen sich zum Beispiel die Entwicklung und der Fortschritt des Projekts erfassen und nochmal gesondert markieren. Diese sind im Vergleich zu den Tasks und Deliverables jedoch nicht verpflichtend. Genau.
Ich möchte noch mal zu den konkreten Beispielen für Aktivitäten und Deliverables pro Arbeitspaket kommen. Und da öffne ich mal die ganze Palette. Erschrecken Sie sich nicht. Ich werde jetzt nicht auf jeden genannten Punkt hier eingehen, aber das ist eine Übersicht, mit der Sie gut im Nachgang noch mal arbeiten können. Denn das sind die Work Packages, die unter anderem im Call-Dokument exemplarisch angeführt werden und die für Ihr Projekt nützlich sein könnten. Genau, wenn wir uns das erste Work Package, das erste mögliche Work Package anschauen, Management, Administration und Coordination, was eine Thematik ist, die viele Projekte oder sogar die meisten Projekte betrifft. Hier geht es um Projektplanung, Vorbereitung, dazu zählen die Aktivitäten von Meetings, aber auch Koordinierungsaufgaben, das finanzielle Management, wenn es darum geht, eine Agenda aufzustellen oder Berichte eines Meetings als Dokumentation zu nutzen. Diese Dinge können hier in diesem Work Package als Deliverable dann eingereicht werden. Und genau, beim zweiten Work Package, das möglich ist und auch für viele sinnvoll ist, ist Communication and Dissemination. Und das umfasst sehr viele zentrale Aktivitäten, die ja in die Richtung der Kommunikation und Verbreitung gehen. Also dazu gehören Kommunikationskampagnen, aber auch die Eventpromotion, Promotion, Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsmaterialien, Materialien wie Newsletter oder Flyer. Und diese Aktivitäten können Sie in diesem Work Package dann nachweisen, indem Sie einen Kommunikationsplan einreichen, aber auch einen Screenshot von einer entstandenen Website zeigen. Aber auch Presseberichte oder Newsletter würden hier runterfallen. Und das sind jetzt nur ein paar Möglichkeiten an Deliverables. Da gibt es natürlich noch viele andere Formen, die je nach Aktivitäten dann auch sinnvoll sind einzureichen. Das Work Package Artistic and Creative Expression. Das möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen. Dazu gehören zum Beispiel Proben oder Konzerte, aber auch Ausstellungen, wenn Sie Kunstwerke zirkulieren lassen und in verschiedenen Ländern ausstellen zum Beispiel. Aber auch die Vorbereitung und Organisation von künstlerischen Produktionen, die auch sehr vielfältig aussehen kann hier runterfallen. Und diese Aktivitäten könnten dann belegt werden, durch Prototypen, die entwickelt wurden oder auch einen Probenplan, aber auch wie digitales Material, wie Aufzeichnungen von Aufführungen zum Beispiel. Das könnten hier alles Deliverables sein. Genau, das kurz zu den Beispielen, wie konkrete Projektaktivitäten und ihre Outputs aussehen können. Was man noch sagen kann, ist, dass auch in den Work Packages natürlich gerne die Verbindung zu den Cross-Cutting Priorities, also den Querschnittsthemen, Inklusion, Diversität und ökologische Nachhaltigkeit gesehen werden und dass sie sich auch darin wiederfinden. Da schauen Sie auch ganz individuell, inwieweit das für Ihr Projekt Sinn ergibt und wie Sie das umsetzen können. Aber hier der Tipp, mal zu gucken, wie man vielleicht diese Themen auch in den Tasks und Deliverables dann benennen und mit integrieren kann. Genau. Dann schauen wir uns nochmal an, wie es im Antragsformular Part B aussieht. Also wo finden sich da die Work Packages und die Tasks und Deliverables wieder? So sieht es im Antrag aus, im Part B. Und es gibt da diese Tabelle, die Sie so oft wie nötig, also je nachdem, wie oft Sie die Work Packages nutzen oder wie viele Work Packages Sie nutzen, kopieren Sie diese Tabelle raus und fügen sie ein. Diese Tabelle ist nur einmal in dem Antragsformular drin und kann dann individuell vervielfacht werden, je nachdem, wie viele Work Packages Sie ansetzen. Es gibt auch einen Part in dem Antragsformular, der nennt sich Estimated Budget Resources und Staff Effort per Work Package per Participant. Und das können Sie ignorieren, das richtet sich nicht an Kooperationsprojekte, den lassen Sie dann einfach weg und kopieren Sie nur den Teil, der wirklich für Sie wichtig ist, der für die Work Packages wichtig ist. Und genau, achten Sie darauf, was für Kooperationsprojekte not applicable ist. Diese
Diesen Vermerk hat meine Kollegin Sophia Hotsch gerade schon benannt. Genau, wenn das auftaucht, ist es nicht für Sie relevant, so wie auch hier die zwei Beispiele. Genau. Dann zoomen wir noch mal einmal kurz rein in die Tabelle, Entschuldigung, in die Tabelle, die Sie dann kopieren und so oft, wie Sie sie benötigen, einfügen. Und hier sehen Sie, was alles ausgefüllt werden muss. Unter anderem muss ein Name bzw. eine Bezeichnung des Work Packages vergeben werden. Auch die Dauer des Work Packages muss angegeben werden. Hier werden die Angaben nach Projektmonaten gemacht, also 1 bis 14 zum Beispiel. Hier werden keine konkreten Daten wie 14.11.23 angegeben. Es werden noch andere Daten und Infos gegeben, zum Beispiel die Ziele, die Sie mit dem Work Package verfolgen, müssen Sie benennen. Und die Tasks werden hier durchnummeriert. Und wenn Sie von In-Kind-Contributions oder Subcontracting Gebrauch machen in dem jeweiligen Work Package, dann vermerken Sie das auch hier. Also hier in dieser Tabelle geben Sie sozusagen die Antworten auf all die Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben, was Sie alles für Work Packages benötigen. Genau. Hier sieht man nochmal jetzt bin ich einmal verrutscht in der Folie. Genau, ich bleibe noch einmal hier. Denn ich gehe nochmal genau auf die Deliverables ein, also den konkreten Output, den Sie benennen und der auch hier in der Tabelle zur Sprache kommt und auch zum Ausdruck kommt. Sie machen auch hier nochmal verschiedene Angaben und Beschreibungen. Also auch hier bekommen die Deliverables einen Namen bzw. eine Art von Deliverable zugeschrieben, ob es ein Dokument oder ein Report ist oder aber auch ein Video. Auch geben Sie an, wie die Deliverables am Ende veröffentlicht werden dürfen. Also es kann sein, dass die EU hingeht und sagt, das ist ein Deliverable, das Sie als so gekennzeichnet haben, dass es veröffentlicht werden darf. Das würden wir auch gerne teilen auf einer Plattform. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, die Deliverables, weil das zum Beispiel ein interner Probenplan ist, der nicht veröffentlicht werden darf. Da wird es auch nicht veröffentlicht und das können Sie hier unter Dissemination Level kennzeichnen. Das Due Date ist das Fälligkeitsdatum. Hier geben Sie die Zeit an, zu der Sie das Deliverable dann hochladen möchten. Kalkulieren Sie hier die Zeit nicht zu knapp, also überlegen Sie gut, wann es tatsächlich möglich ist, wann Sie gewährleisten können, die Deliverables hochzuladen, sodass die Zeiten dann auch eingehalten werden können. Weil wie gesagt, mit Abgabe oder anhand der Deliverables wird dann das Reporting stattfinden, beziehungsweise weisen Sie nach, dass Aktivitäten stattgefunden haben und das Projekt umgesetzt wird. So, jetzt komme ich zu dieser Folie nochmal ganz kurz zum Subcontracting. Das umfasst die Vergabe von Unterverträgen. Also wenn Sie zum Beispiel eine größere Dienstleistung von einem externen, außenstehenden Unternehmen in Anspruch nehmen, das nicht Teil des Projektkonsortiums ist. Hier noch nur kurz der Hinweis, dass das Subcontracting auch hier im Part B wirklich aufgegriffen wird und dass Sie dazu Angaben machen. Was genau mit dem Subcontracting gemeint ist und was damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich in den Budgetteilen nochmal. Wichtig ist nur, dass hier die Angaben deckungsgleich sind, also mit den Angaben, die Sie zum Subcontracting im Budgetformular machen, zu denen hier in Part B. Dann habe ich gerade schon mal angeteasert, dass es noch eine Liste gibt, eine Listung, die sich auf Events und Trainings bezieht. Diese Liste umfasst Events und Trainings, die vom Konsortium, also von den Partnern im Rahmen des Projekts organisiert werden. Also alle Veranstaltungen, die angeboten werden, die sich auch an Externe richten, an Teilnehmende, die dazu eingeladen werden, die teilnehmen, genau. Aber auch Konferenzen und Fortbildungsmaßnahmen, in denen die Partner involviert sind. Und hier
geben Sie Zahlen an, die für Sie realistisch sind, die Sie ja, zu erwarten haben. Hier können Sie mit Zahlen aus Ihrer Erfahrung rechnen. Und ganz zum Schluss des Teils noch die Tabelle der zeitlichen Einordnung, also des Timetables. Hier geben Sie an, mit welcher Zeiteneinteilung Sie arbeiten oder rechnen und wie die Abfolge von den Aktivitäten aussehen soll. Die Zeiteneinteilung bezieht sich hier auf die Projektmonate, also auch hier nicht die konkreten Daten wie 14.11. eintragen. Es gibt zwei Versionen der Tabelle, einmal für Projekte, die bis 2 Jahre laufen und welche, die länger als 2 Jahre dauern. Und es wird nur eine Tabelle ausgefüllt. Also suchen Sie sich die entsprechende Tabelle für Ihr Projekt raus. Und auch hier ist wichtig, dass die Angaben, die Sie hier machen, auch mit den Angaben, die Sie zuvor in den Work Packages machen, übereinstimmen, dass Sie hier kohärent sind. Genau, und das ist eigentlich auch mein Tipp oder unser Tipp, dass Sie das im Hinterkopf behalten. Seien Sie generell immer deckungsgleich mit den Angaben, die Sie in den verschiedenen Dokumenten machen. Und gewährleisten Sie, dass sich da keine Angaben widersprechen. Genau. Dann war es das von meiner Seite bis hierhin. Und dann bin ich gespannt, was es an Fragen gibt. Vielen Dank, Lena. Es gibt eigentlich nur eine Frage, die noch offen ist. Die können wir jetzt auch gerne im Plenum stellen. Und zwar, wer muss den Antrag final unterschreiben und braucht es eine elektronische Unterschrift, wird gefragt. Es braucht in dem Sinne keine elektronische Unterschrift. Die Unterschrift, die Sie setzen, die machen Sie im Antragsportal, indem Sie klicken. Also Sie setzen Klicks, wo Sie sagen, dass die Projektangaben richtig sind, dass Sie das Projekt einreichen möchten. Und das wäre dann in dem Sinne für Antragstellung erstmal die Unterschrift. Nachher, wenn es in die Vertragsunterzeichnung geht, dann gibt es da nochmal andere Vorgaben, wie der Vertrag unterzeichnet wird. Aber für Antragstellung reichen die Klicks. Danke, Lena. Dann würde ich nur sagen, wir machen eine Frage noch von Frau Danoritzer und dann gehen wir auch weiter. Okay, danke schön. Ich habe eine Frage und zwar muss man bei den Work Packages ja auch immer ein Lead des jeweiligen Work Packages angeben, ne? Und meine Frage ist, können das dann auch mehrere Institutionen ein Work Package sozusagen anführen oder immer nur eine? Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, wenn man das den Rollen entsprechend dann verteilt. Aber sowas wie Dissemination zum Beispiel macht ja irgendwie Sinn, wenn da alle dran arbeiten. Genau. Genau, also es kann nur ein Lead Beneficiary pro Work Package angegeben werden, aber das schließt ja auch nicht aus, dass die anderen Partner nicht mit an dem Work Package arbeiten, ne? Also die Person, die dann für das Work Package verantwortlich ist oder den Hut auf hat, die schaut, dass es läuft mit den Tasks innerhalb des Work Packages, dass es Ansprechpersonen für die Inhalte, aber natürlich können die anderen dann involviert sein. Die würden aber nur nicht namentlich als Lead Beneficiary dann für das Work Package benannt werden. Okay, und eine andere Frage wäre bezüglich dieser Tasks, die man in der Timeline angibt. Mhm. Und zwar sind da ja, also wäre das bei uns im Projekt so, dass wir zum Beispiel einen Teil des Projekts haben, ein Work Package, das würde relativ lange gehen, sehr viel Zeit einnehmen. Und wir wechseln uns sozusagen ab, da Host zu sein zum Beispiel. Sind das dann verschiedene Tasks, weil das von verschiedenen Leuten jeweils gemacht wird, oder ist das eine Task in dieser Timeline? Also ja, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie Sie die Tasks schon bündeln in dem jeweiligen Work Package. Da müsste man vielleicht inhaltlich gucken, was sinnvoll ist. Also wenn jede Task muss da in der Timeline auftauchen, aber natürlich können Sie sagen, wenn es ein und dieselbe Aufgabe ist oder Aufgabe, die durchgeführt wird, aber von verschiedenen Partnern, könnte es, je nachdem, wie es sich inhaltlich anbietet, kann es auch eine Task sein. Es müssen nicht zwei Tasks sein. Wenn ich die Frage richtig verstehe, also die Frage nach dem Zeitplan beantwortet sich für mich daraus, wie Sie das im Work Package einteilen und angeben. Aber da können wir auch sonst
individuell nochmal in den Fall schauen. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Fall dann für die individuelle Beratung, da nochmal genau drauf zu schauen. Genau. Und zum Subcontracting habe ich auch eine Frage, aber die stelle ich dann nachher. Können Sie auch gerne noch im Chat stellen, beantworte ich nebenbei. Beziehungsweise es geht auch gleich nochmal im Budgetteil, kommt Lea auch nochmal auf das Subcontracting zu sprechen, dann wird die Frage vielleicht auch mit beantwortet und ansonsten gibt es noch Dankeschön. eine Fragerunde. Danke. Genau, jetzt steige ich aber nochmal ein und erkläre Ihnen, wie das Budgetformular funktioniert, beziehungsweise überhaupt, wie die Kostenkalkulation auch abläuft. Dazu fange ich erstmal an mit einigen Hinweisen, so zu den Begrifflichkeiten. Insgesamt, also das Budget heißt Budget und ist ein Kostenplan. Das heißt, es werden Kosten aufgeschrieben, für die Sie eben mit Ihren Partnern dann EU-Förderung beantragen wollen. Es gibt ein Budget pro Projekt, also es ist ein Excel, wo es aber einzelne Budgetblätter für jeden Partner gibt. Das heißt, man muss die Kosten pro Partner kalkulieren. Partnerorganisation, das ist jetzt immer so das Wording, was wir gerade hatten. Im Budget werden die allerdings als Beneficiary und Abkürzung BE bezeichnet. Einfach nur, dass Sie das nicht durcheinander bringen. Wichtig ist, dass, und da gehe ich jetzt im Detail gleich drauf ein, pro Partner und pro Work Package Pauschalbeträge kalkuliert werden in unterschiedlichen Kostenkategorien. Und das ist auch noch wichtig, dass hier seit 2021 die Kofinanzierungsrate eben pro Partner gilt. Hier sehe ich gerade, hier müssen wir noch was korrigieren. Das gilt bei den kleinen Kooperationsprojekten mit 80% ja eben und bei den mittleren mit 70%. Genau. Damit so zu der Budgetlogik. Die ist, dass man eben, also dieses ganze Budgetsystem heißt Customized Lump Sums, also angepasste Pauschalbeträge. Das heißt, dass man in den verschiedenen Kostenkategorien eben Pauschalbeträge ja, ansetzen muss. Wie man das macht, erkläre ich Ihnen gleich. Wichtig ist aber, und das ist schon die allerbeste Nachricht eigentlich der ganzen Antragstellung, dass Sie keinen Finanzbericht am Ende des Projektes erstellen müssen, sondern die Logik der EU ist hier, dass Sie mit dem Antrag zeigen, was Ihr Projekt beinhaltet, was Sie machen wollen und wie Sie das nachweisen werden, dass Sie etwas machen. Das sind die Deliverables, die Lena vorhin schon vorgestellt hat. Die EU will dann am Ende nicht mehr wissen, ob das Geld genauso ausgegeben wurde, sondern die EU will nur wissen, ob sie ihre Inhalte, ihre Aktivitäten und all das, was sie umsetzen wollten, wirklich umgesetzt haben. Deswegen müssen sie die ganzen Deliverables hochladen. Die EU will am Ende nicht mehr wissen, wie viel haben sie am Ende für Reisekosten, für Personal etc. ausgegeben. Darüber gibt es einfach keinen Bericht mehr. Es gibt keine Belegliste, keinen Finanzprüfbericht, sondern eben nur noch ein inhaltliches Reporting. Also im Grunde genommen will sozusagen die EU nur wissen, haben Sie das umgesetzt, wofür die EU Ihnen Geld gibt. Genau. Es gibt insgesamt die beiden Kostenkategorien direkte Kosten. Das sind alles Kosten, die mit der Umsetzung des Projektes anfallen. Und indirekte Kosten sind laufende Kosten, die werden automatisch vom System kalkuliert und sollen Ihre laufenden Kosten, also zum Beispiel sowas wie Miete oder Kosten für Telefon und Internet etc. abdecken. Genau. Und wichtig ist auch, das Budget ist eine Excel mit Makros. Das ist so ein bisschen tricky und damit fange ich jetzt direkt an, indem ich Ihnen mal einige Screenshots zeige. Und zwar, wenn Sie das Budgetformular runtergeladen haben und die Excel öffnen, dann wird Ihnen, und ich sage das immer so ein bisschen mit Vorbehalt, weil je nachdem, welche Windows-Version, welches Office-Paket Sie nutzen, kann das auch mal unterschiedlich aussehen. Aber in den meisten Fällen bekommen Sie erstmal wird Ihnen das hier oben angezeigt. Und da müssen Sie auf Bearbeitung aktivieren. Wenn Sie das gemacht haben, wird Ihnen ein zweites Feld angezeigt und Inhalt aktivieren. Damit funktioniert diese Excel mit Makros. Und das heißt einfach nur, dass da bestimmte Dinge in der Excel programmiert sind, die Sie auch nicht ändern können und die eigentlich sozusagen das Ausfüllen dieses Excels erleichtern. Wichtig ist, dass Sie zu keinem Zeitpunkt ein Passwort irgendwo eingeben müssen oder den Schreibschutz aufheben. Manchmal kommen Personen an diesen Punkt, wenn sie versuchen, sozusagen in Teile des Excels reinzuschreiben, in die sie nicht reinschreiben sollen. Wenn Sie hier Inhalt aktivieren, Bearbeitung aktivieren und Inhalt aktivieren geklickt haben, sollte das eigentlich reibungslos klappen. Wenn nicht, gerne nochmal bei uns melden. Genau, und damit komme ich jetzt zum ersten
Blatt in der Echsenliste. Sie sehen, dass hier unten sind so die ganzen Blätter aufgelistet und ich werde jetzt durch die meisten durchgehen. Das Wichtigste ist, dass Sie sich, und ich bin jetzt hier auf diesem ersten Excel-Blatt, die Instructions durchlesen. Die sehen Sie hier oben jetzt auf der Folie nicht, weil ich musste das ein bisschen kleiner zurechtschneiden, damit das passt. Die stehen im Grunde genommen hier oben. Einfach nochmal wichtig durchlesen. Das meiste sage ich Ihnen, aber auch wenn Fragen aufkommen, viel steht auch in diesen Instructions drin. Der zweite Schritt ist dann, dass Sie diesen Teil hier oben ausfüllen. Und da geht es einfach nur darum, in welchem Förderbereich reichen Sie ein, zum Beispiel im Small-Scale-Project, wie heißt Ihr Projekt, und dann die Vorgaben aus dem Call, also wie viel Förderung kann man maximal beantragen, 200.000 Euro für ein kleines Kooperationsprojekt, wie viel Kofinanzierung kann man erhalten, 80%. Das geben Sie hier ein und dann können Sie hier noch die Personalkategorien eingeben. Da sind 5 Kategorien vorgegeben. Das finden Sie dann gleich bei den Kosten wieder. Das ist vorformuliert, ich glaube, einfach nur mit Kategorie oder Category 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Man kann das hier umbenennen. Das müssten Sie einfach nochmal schauen, wie das in Ihrem Projekt gut machbar ist, sodass alle Partner sich unter diesen Personalkategorien auch wiederfinden. Genau, das ist alles, was Sie auf diesem ersten Blatt machen. Sie müssen noch nicht hier auf Create XLSX-Dokument klicken. Das können Sie ganz am Ende machen. Wichtig ist nämlich, dass Sie dieses Excel, solange Sie das bearbeiten, immer als Excel mit Makro abspeichern. Das ist einfach wichtig, damit es funktioniert. Wenn Sie es dann am Ende wirklich ganz durch sind, alles gemacht haben und es hochladen, müssen Sie das als ein XLSX-Dokument abspeichern. Das können Sie machen, indem Sie einfach auf Speichern unterklicken oder indem Sie hier draufklicken und dann macht es das automatisch. Aber das ist wirklich erst ganz am Ende, wenn Sie mit allem durch sind, also irgendwann im Januar sozusagen. Vorher können Sie diesen Button einfach ignorieren. Genau, und damit komme ich jetzt zum zweiten Blatt. Sie sehen das hier unten, habe ich das immer für Sie aufgezeichnet, wo ich gerade bin. Zuerst muss man nämlich alle Beneficiaries, also alle Partner anlegen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Wenn Sie das Excel das erste Mal öffnen, steht hier nichts, sondern dann ist hier quasi nur so ein grüner Streifen, der ist leer. Und Sie müssen jetzt so viele Partner einfach anlegen, wie Sie wie Ihr Projektpartner hat. Ich habe mir jetzt hier ein Projekt mit 3 Festivals aus 3 Ländern ausgedacht. Sie können, und das ist sozusagen diese Makrofunktion des Excels, immer weitere Zeilen hinzufügen. Das ist, indem Sie einen Doppelklick auf Add Beneficiary machen. Wenn Sie jetzt 3 Partner haben, tragen Sie 3 an. Wenn Sie 5 haben, tragen Sie 5 ein. Das haben Sie gemacht. Sie haben die benannt. Sie haben die Länder zugeteilt. Und dann klicken Sie auf Apply Changes, also Änderungen anwenden. Dann rechnet dieses Makro Excel so ein bisschen. Da müssen Sie einfach einen Moment warten. Und dann legt dieses Excel so viele einzelne Blätter an, wie Ihr Projektpartner hat. Das sehen Sie jetzt hier. Das können Sie vielleicht nicht mehr ganz so gut lesen. Hier steht jetzt BE001, BE002, BE003. Also das sind Partner 1, 2 und 3. Die wurden kreiert, indem Sie hier die Partner angelegt haben. So, das Gleiche machen Sie auch mit den Work Packages. Sie haben schon vorher festgelegt, wie viele Work Packages Sie haben. Ich habe mir jetzt hier mal für unser Event einfach 3 Work Packages ausgedacht. Wieder das gleiche Spiel. Sie müssen erst genug Zeilen anlegen, damit Sie Ihre Work Packages eintragen. Das machen Sie dann hier. Dann klicken Sie auf Apply Changes. Und dann werden diese Work Packages, und das sehen Sie jetzt auf der nächsten Folie, pro Partner angelegt. Keine Sorge, das ist jetzt sehr klein. Sie sollen jetzt ja auch nicht einzelne Zahlen erkennen, sondern nur so dass die Logik des Excel-Budgets. Nämlich, Sie sehen jetzt hier sozusagen ein Budgetblatt für einen Partner. Für Partner 2 habe ich jetzt hier gerade mal reingezoomt. Und zwar sehen Sie hier, Sie hatten ja gerade gesehen, mein fiktives Projekt hat 3 Work Packages. Also sind hier 3-mal, und das sind diese roten Kreise, diese orangenen, 3 Abschnitte angelegt. Das heißt, jeder Partner muss für jedes Work Package sagen, welche Kosten im Projekt anfallen. Genau. Das heißt nicht, dass man überall was ausfüllen muss, sondern einfach wirklich gucken muss, okay, wo fallen Kosten an für jeweils den Partner in jeweils jenen und diesen Work Package. Genau.
Wenn Sie das geschafft haben, haben Sie erstmal alles angelegt und dann geht es natürlich darum, Kosten wirklich einzutragen. Und da gehe ich jetzt einmal durch die Work Packages durch und versuche so alle Kostenkategorien zu erklären und vor allen Dingen auch diese Logik der Pauschalbeträge. Genau, ich fange jetzt hier mal mit dem Work Package 1 an, Work Package Management. Und die Logik hier ist, und das zieht sich durch das ganze Budget durch, dass Sie jeweils Units, also Einheiten und Kosten per Unit, also die, wie viel eine Einheit kostet, eingeben. Das ist sozusagen ja, die Logik des Budgets. Und Sie müssen also pro Kostenkategorie überlegen, was ist meine Einheit und wie viel kostet die Einheit. So, kommen wir mal zum Personal. Da gibt die EU vor, dass die Einheit Monate sind. Also Sie müssen sagen, wie viele Monate arbeitet zum Beispiel mein Projektmanager, den ich hier eingegeben habe, und wie viel kostet mich dieser Monat. Und daraus ergeben sich dann die Gesamtkosten für diese Person in dem Projekt. Ich habe mir jetzt überlegt, das ist ein kleines Kooperationsprojekt. Der Projekt, das dauert 24 Monate und der Projektmanager arbeitet über die Laufzeit dieser 24 Monate 50% im Projekt. Das heißt, ich rechne um, also 24 Monate dauert das Projekt, der Projektmanager oder die Projektmanagerin arbeitet die Hälfte der Zeit oder für 50% eben in dem Projekt. Das heißt, ich komme hier auf 12 volle Monate. Und das ist immer wichtig. Man muss das auf volle Monate umrechnen. Deswegen steht hier 12. Ich habe mir jetzt einfach hier eine Zahl ausgedacht. Meinetwegen 3.000 Euro kostet der volle Monat für den Projektmanager. Ich komme also auf 36.000 Euro Personalkosten für den Projektmanager im Work Package 1 bei Partner 1. Und das muss ich mit jedem Personal machen. Und wichtig ist, dass ich immer bei Personal von Monaten und von vollen Monaten ausgehe. Wenn ich also eine Laufzeit von 48 Monaten habe, eine Person nur 30% arbeitet, muss ich das auch auf volle Monate umrechnen und komme gegebenenfalls auch auf Zahlen, also auf Zahlen, die hinterm Komma noch eine Stelle haben. Ich kann da auch 12,4 angeben oder 7,3. Das ist also wichtig, dass Sie das umrechnen. Und dann möchte ich noch zu einer zweiten großen Kostenkategorie kommen, und zwar den Travel Costs, also den Reisekosten. Und hier erkennt sich noch mal so ein bisschen mehr die Logik dieser Pauschalsummen. Und zwar habe ich mir überlegt, dieses Projekt macht 10 Reisen, also 10 Partner-Meetings. Bitte fragen Sie mich nicht danach, ob das jetzt irgendwie sinnvoll kalkuliert ist, ob man 10 Meetings braucht und ob das richtige Kosten sind. Das ist wirklich nur, um Ihnen die Logik zu demonstrieren. Ich habe mir also gedacht, 10 Partner-Meetings machen die. Ich hatte mir ausgedacht, das Projekt findet, glaube ich, zwischen Deutschland, Belgien und Albanien statt. So, und ich muss jetzt hier festlegen, ich habe 10 Reisen und auch hier muss ich wieder eine Unit festlegen und muss mir halt überlegen, welche Kosten gebe ich für die Unit an. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich als Partner aus meinetwegen Nordrhein-Westfalen, einen Projektpartner in Belgien habe und das Meeting da stattfindet, kriege ich vielleicht ein Zugticket für 100 Euro. Wenn ich aber als Partner aus Deutschland nach Albanien reise und auch da mit dem Zug reise oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, kostet das im Zweifel sehr viel mehr. Vielleicht kostet da ein Hin- und Rückflug 600 Euro. Und das ist wichtig, dass Sie hier nicht die realen Kosten pro Reise angeben, sondern Sie geben hier einen Pauschalbetrag an. Sie rechnen damit, Sie haben 10 Reisen und ungefähr jede Reise kostet 500 Euro. Das heißt, Sie haben am Ende ein Reisebudget für 5.000 Euro. Damit sozusagen können Sie dann haushalten. Ob am Ende dann eine Reise 50 Euro und eine andere 1.000 Euro kostet, interessiert die EU nicht mehr. Und das Gleiche gilt auch dann für die Unterbringungskosten, Accommodation, ob da jetzt ein Hotel in Albanien günstiger ist und 60 kostet und in Brüssel ist es doppelt so teuer, das ist auch egal. Genauso Subsistence, also Verpflegung auch. Man gibt hier immer Pauschalsummen an. Wichtig ist, dass sozusagen diese Unit nachvollziehbar ist. Also warum 10 Reisen? Im Zweifel werden Sie halt im Budget, nicht im Budget, im Antragsformular mal angegeben haben, dass Sie 10 Partner-Meetings treffen. Und dann macht diese Zahl Sinn. Genau. Eine Sache, auf die ich Sie auch noch aufmerksam machen will, ist das Thema Equipment. Das ist zum Beispiel, wenn ich Anschaffungen mache, ich habe mir jetzt ausgedacht, und das merken Sie sich einfach, ich kaufe für meinen Projektmanager brauche ich irgendwie einen neuen Laptop, der kostet 1.000 Euro, also gebe ich hier 1 an für einen Laptop, der 1.000 Euro kostet. Das wäre so eine Idee für Equipment.
Genau, damit komme ich zu meinem zweiten Work Package. Hier nur so ein bisschen als Wiederholung habe ich auch Personalkosten kalkuliert, einen Communication Manager. Hier habe ich halt überlegt, dieser Communication Manager über die Zeit von 24 Monaten arbeitet ungefähr ein Viertel, also 25%, heißt 6 volle Monate und habe das da als 6 Units eingetragen. Ich möchte aber jetzt zu zwei Kostenkategorien kommen, die oft und viel Fragen aufwerfen, und zwar einmal Subcontracting und dann dieser ganze Bereich, den Sie hier sehen, also C3, Other Goods, Works and Services, würde ich so als Sachkosten übersetzen. Subcontracting übersetzt ist die Vergabe von Unteraufträgen und das ist möglich. Wichtig ist aber, dass Subcontracting für die EU wirklich sehr große Aufträge sind. Im Grunde genommen ist Subcontracting quasi für die EU erst als Kategorie Subcontracting, wenn Sie eine ganze Task aus einem Work Package an eine externe Firma, an einen externen Dienstleister vergeben. Wenn sozusagen kleinere Aufgaben vergeben werden, zum Beispiel Sie organisieren eine Konferenz. Diese Konferenz ist Ihre Task. Die haben Sie im Work Package angegeben. So, um diese Konferenz zu organisieren, brauchen Sie einen Caterer. Das heißt, Sie zahlen dann natürlich ist das auch eine Auftragsvergabe. Sie haben also den Caterer. Sie haben vielleicht irgendwie noch Material, was Sie, Plakate, die Sie dafür aufhängen wollen. Sie haben externe ReferentInnen, die Sie einladen. Also alles sozusagen so kleinere Verträge und Aufträge, die Sie vergeben. Das würden Sie alles hier unten reinpacken. Zum Beispiel bei Fees. Damit würden Sie dann die Referentinnen bezahlen oder auch Kosten für Meetings, das wäre hier unten, oder auch Kosten, gerade was ich gesagt habe, Sie drucken irgendwie Plakate und brauchen natürlich irgendwie ein Druckunternehmen, was für Sie druckt. Das geben Sie alles hier ein. Erst wenn Sie, um bei dem Beispiel mit der Konferenz zu bleiben, diese komplette Konferenz an einen externen Dienstleister geben würde und dieser externe Dienstleister alles für Sie macht, von der inhaltlichen Gestaltung, der Einladung der Teilnehmer, das ganze Reisemanagement, also von bis, dann wäre das sozusagen ein Subcontracting und Sie würden das hier eingeben. Habe ich mir einfach auch mal ausgedacht, ich gebe jetzt mal hier eins ein, eine Konferenz, 10.000 Euro. Wie gesagt, ob das realistisch ist, das will ich damit nicht beantworten. Das ist einfach wichtig, weil in den meisten Fällen unserer Beratung, unserer Beratungserfahrung nach, kommt Subcontracting gar nicht so sehr ins Frage, sondern das meiste bildet sich eigentlich unter dem, was die EU eher als Services bezeichnet. Heißt aber nicht, dass sie nicht Subcontracting machen kann, also auch keine Angst vorm Subcontracting. Auch das ist natürlich möglich. Genau. Damit komme ich jetzt noch zu meinem dritten Work Package. Das habe ich Production genannt, also Produktion, künstlerische Produktion, da werden KünstlerInnen gemeinsam arbeiten. Auch hier habe ich wieder Personalkosten eingetragen. Ich habe mir überlegt, okay, dieses Produktions-Work-Package ist halt mit viel Koordinierungsaufwand verbunden. Die KünstlerInnen müssen reisen, die müssen koordiniert werden. Dafür brauche ich in meinem Projekt oder habe ich vielleicht auch die Möglichkeiten, einen Projektassistenzen zu haben. Auch dafür habe ich Kosten kalkuliert. Wichtig ist nämlich, dass sobald Sie hier unten in diesem Teil Kosten kalkulieren, auch hier oben Personalkosten kalkuliert werden müssen. Das ist einfach eine Vorgabe der EU, weil sozusagen die Logik ist, wenn hier unten Kosten sind, entsteht ja hier Arbeit und das muss ja irgendwer machen. Ich könnte auch jetzt hier anstatt einen zusätzlichen Project Assistant haben, auch nochmal Kosten für meinen Projektmanager eintragen. Genau, aber dann nochmal zu den Kosten hier unten. Sie sehen, auch hier habe ich wieder Reisekosten eingetragen. Also meine Idee war, ich habe, das sind ja Festivals und ich als deutsches Festival lade irgendwie 7 KünstlerInnen zu meinem Festival ein. Das heißt, die müssen ja zu mir hinreisen, das habe ich kalkuliert. Und dann habe ich aber vor allen Dingen auch noch kalkuliert, dass diese KünstlerInnen ein Honorar bekommen. Also ich hatte gesagt, 7 KünstlerInnen, jeder Künstler, jede Künstlerin bekommt 3.000 Euro, ergibt eben 21.000 Euro. Ich habe dann noch hier Short-Term Rental of Venue, also ich miete kurzzeitig Räume an, habe ich mir überlegt, okay, die müssen vielleicht irgendwie proben, da, an 5 Tagen, habe ich auch noch kalkuliert. Genau, und das ist einfach so, um Ihnen zu zeigen, Sie müssen also pro Work Package überlegen, welche Kosten fallen an. Sie müssen Einheiten definieren und dann überlegen, was kosten diese Einheiten. Und diese Kosten der Einheiten, das sind Pauschalbeträge, weil die nicht mehr
nicht unbedingt die realen Kosten abbilden. Es könnte nämlich zum Beispiel auch sein, ich lade 7 KünstlerInnen ein und das ist, glaube ich, jetzt beim Musikfestivals auch kein Geheimnis, dass KünstlerInnen auch unterschiedlich viel kosten. Vielleicht verdient eine Künstlerin hier 4.000 Euro und ein anderer Künstler 2.000 Euro. Das würde das Budget hier gar nicht mehr abbilden und das will die EU auch gar nicht wissen. Die EU will am Ende nur wissen, hat das Festival stattgefunden und sind die 7 KünstlerInnen gekommen? Und das muss ich nachweisen über meine Deliverables. Genau, und damit sind wir schon mal die wichtigsten Teile des Budgets durchgegangen. Es gibt dann noch einige weitere Blätter, die werde ich jetzt nicht alle anklicken. Die werden aber alle oder fast alle automatisch generiert und fassen einfach nochmal die Kosten des Projektes zusammen. Wichtig ist nur dieses Blatt nochmal, Proposal Budget, also das sozusagen vorgeschlagene Budget. Auch das fasst nochmal alle Kosten zusammen und vor allen Dingen kalkuliert das hier automatisch, wie viel jeder Partner von der EU-Förderung bekommt. Also kleines Kooperationsprojekt, maximal 200.000 Euro und so verteilt es sich dann eben auf die Partner. Jeder Partner kann eben maximal 80% der Kosten erstattet bekommen und naja, die 200.000 Euro muss man sich halt teilen. Genau, damit komme ich jetzt noch zu zwei letzten Teilen des Budgets, nämlich einmal noch die Abschreibungstabelle beziehungsweise Depreciation Cost. Also Depreciation heißt Abschreibung. Sie erinnern sich ja, ich habe in meinem ersten Work Package angegeben, dass ich einen Computer kaufe für meinen Projektmanager. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt, das machen alle Partner, die müssen alle noch einen Computer kaufen und das ist sozusagen ein Equipment, eine Ausstattung. Und sobald sie Ausstattung, also Anschaffung machen, sagt die EU, dass sie eben nur die Abschreibungskosten finanziert. Also mal angenommen, sie kaufen einen super teuren Computer für 20.000 Euro für ein Projekt, das 12 Monate dauert. Da hätte die EU Zweifel zu sagen, okay, für 12 Monate muss jetzt eine Investition von 20.000 Euro gemacht werden. Da zahlen wir nur die Abschreibungskosten. Müsste man dann nachgucken, wie sich dieser super teure Computer abschreibt. Es ist meistens eher der Fall, dass kleinere Anschaffungen gemacht werden, wie zum Beispiel ein Computer, der dann 1.000 Euro kostet und der sich auch sofort abschreibt. Und dann kann man hier einfach eintragen, Anschaffung ist Computer, 1.000 Euro, wird im Projekt benutzt und dann auch abgeschrieben in der Zeit. Genau, und damit komme ich zum letzten Teil, den Any Comments, also den weiteren Kommentaren. Hier ist wichtig, wenn Sie im Budget in der Kategorie Others, also da kommt so alles rein, was nirgendwo anders reinpasst, wenn Sie das genutzt haben, müssen Sie das hier auf jeden Fall erklären, damit die JurorInnen wissen, was da drunter fällt. Allgemein sind wir aber dazu angehalten, Ihnen zu raten, wirklich zu überlegen, welche Kosten, welche Erklärungen sind nicht nachvollziehbar und was muss vielleicht noch erklärt werden. Das machen Sie dann hier, da können Sie komplett frei eingeben, was vielleicht noch erklärt werden muss. Genau, und damit komme ich jetzt auch langsam zum Ende. Einfach nochmal als Erinnerung, nicht vergessen, immer das Budget, wenn Sie es bearbeiten, als Budget mit Makros speichern, wenn Sie es hochladen, dann als, ich sag mal, normales Excel speichern. Ja, natürlich. Und immer darauf achten, dass die Angaben kohärent sind zwischen Budget und den verschiedenen Teilen. Und genau, da quatscht uns schon jemand dazwischen. Ich glaube, das ist das beste Zeichen dafür, dass ich mal in die Fragerunde gehe. Es haben auf jeden Fall alle sehr gut zugehört. Die Fragen sind jetzt gerade erst reingetrudelt nach und nach am Ende. Ich glaube, eine nochmal zur Klärung und zwar Kosten pro Work Package ist pro Partner. Wie teile ich ein Work Package unter Partnern auf? Also die Aufteilung pro Work Package muss immer vom Inhalt her kommen. Das heißt, man muss sich einfach überlegen, was passiert in meinem Work Package und wer macht was. Also welche Tasks gibt es und wer übernimmt diese Tasks. Und daraus ergeben sich ja dann die Kosten. Also um vielleicht nochmal bei meinem Beispiel zu bleiben, bei dem Work Package Production, könnte man ja jetzt sagen, das waren alles Festivals. Es finden 3 Festivals statt und zu jedem Festival
sollen eben KünstlerInnen aus den verschiedenen Ländern reisen. Dann könnte ich jetzt machen, ich mache ein Work Package, das heißt Festivals, und da gibt es mindestens drei Tasks, also Festival 1 in Deutschland, Festival 2 in Belgien, Festival 3 in Albanien. Und da kommen jeweils 7 Künstlerinnen aus den jeweils anderen beiden Ländern. Heißt, ich habe Kosten eben für deren Reise und für deren Honorare. Und dann würde ich eben pro Partner aufzählen, so wie ich das vorhin gezeigt habe. Vielen Dank, Lea. Dann gibt es noch eine Frage im Chat und eine Handhebung. Ich würde sagen, wir machen vielleicht kurz einmal die Handhebung direkt und dann gehen wir nochmal in den Chat. Herr Lanteri, bitte. Genau, Herr Lanteri ist nicht mehr da. Ich habe Frau Barker. Wir saßen zusammen hier, Frau Greiner, Barbara. Ich habe eine Frage zu den auch Aufteilungen der gemeinsamen Kosten. Also wenn man jetzt als Lead-Partner quasi den Koordinator vom ganzen Projekt quasi anstellt, kann man dann auf die Projektpartner bestimmte Units aufteilen in unterschiedlicher Anzahl, oder zahlt der Lead-Partner quasi dann komplett diese 24 Monate oder 48 Monate komplett, oder kann man sagen, hier 4 Monate ist er quasi finanziert ja. von einem anderen Lead-Partner? Nee, das geht leider ja. nicht. Also es ist immer so, dass pro Partner oder pro Organisation Kosten kalkuliert werden können, die wirklich bei der Organisation selbst anfallen. Also wenn Sie einen Projektmanager, Managerin haben, die 24 Monate in dem Projekt arbeitet, müssen diese 24 Monate auch bei dem Koordinator stehen. Und Sie können nicht, wie Sie sagen, irgendwie 6 dahin schieben, 4 dahin schieben, um die Kosten zu verteilen. Weil dann würden bei den Partnern Kosten stehen, die gar nicht bei Ihnen selbst entstehen. Ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man sozusagen diese Koordinationskosten verteilen will. Das lässt die Logik der Projekte nicht komplett zu. Man sollte eher davon ausgehen, also der Lead-Partner hat natürlich etwas mehr Kosten im Bereich Administration und muss die auch in sein Budget schreiben. Aber bei den Partnern selbst sollten auch Kosten für Koordination stehen. Also von deren Seite sollte ja auch Personal zur Verfügung stehen, was die Abwicklung des Projektes umsetzen kann. Das heißt, die Kosten können dann kalkuliert werden. Das sind dann bei den Partnern meistens etwas niedrigere Kosten für Projektmanagement. Gut. Ich denke, die Frage ist, die ist beantwortet. Okay. Dann gibt es nur eine Frage zum Subcontracting. Das ist natürlich ein bisschen ein spezifischer Fall. Und zwar wird gefragt, von Frau Danoritzer, Sie planen, dass ein Künstlerinnenkollektiv, und ich nehme an, ein externes, eine Großaktion in 3 Ländern durchführt, also 3-mal. Die Aktion bekommt auch ein eigenes Work Package. Läuft das dann unter Subcontracting? Müssen wir das begründen und wie gehen wir dabei vor? Ist tatsächlich eine Frage, Frau Donneritzer. Wir waren ja schon im Kontakt und und vielleicht können wir mal da mal meine Kollegin helfen, weil ich müsste dafür selbst nochmal in den Call gucken, weil ich im Kopf habe, dass man nicht ein komplettes Work Package subcontracten darf. Ne? Sophia, du nickst auch. Haben wir das? Das habe ich auch in Erinnerung. Ja. Das heißt, man kann einzelne Tasks subcontracten, also wie beim Beispiel mit der Konferenz. Ich subcontracte eine Konferenz, aber die weiteren Aktivitäten in dem Work Package übernehmen eben Partner. Heißt erstmal in Bezug auf Ihre Frage, genau, Sie können nicht das komplette Work Package subcontracten, sondern einzelne Tasks. Das heißt, ich sag mal so, man muss ja jetzt vielleicht ein bisschen den Weg drumherum finden und überlegen, wie baue ich dieses Work Package auf, dass ich da, ich sag mal, 5 Tasks habe, 3 davon subcontracte ich und 2 übernimmt halt einer der Partner. Hintergrund ist halt, dass die EU halt sagt, naja, also natürlich soll man subcontracten können, aber wir, die EU sozusagen, geben ja Geld an die Partner, damit die das haben, damit die das nutzen, um was zu machen. Das heißt, sie wollen halt nicht, dass ganze Work Packages halt subcontracted werden. Super, danke, Lea. Dankeschön. Okay, Sie nicken, ich glaube, das... Ich glaube, eine Frage, die du ganz schnell beantworten kannst, sind Associated Partners bekommen ja kein Geld und müssen somit auch kein Budget einreichen, richtig? Genau, richtig. Richtig. Heißt aber auch, die bekommen auch wirklich kein Geld. Also wenn jetzt ein Associated Partner auch zum Partner-Meeting kommt und Reisekosten bei Ihnen einreichen will, geht das nicht. Die dürfen sozusagen wirklich keinen Anteil in irgendeiner Form an der EU-Förderung haben.
Danke, Lea. Dann noch die Frage, meine Projektpartner sind Kommunen. Müssen Sie die Mittel für Co-Financing, also Eigenmittel, je nach Projekthöhe 20 oder 30% vorab nachweisen? Und wenn ja, wie? Ist auch schnell beantwortet. Ja, das ist eine gute Frage, stimmt. Das hätte ich ja noch, wollte ich eigentlich auch noch sagen. Nein, Sie müssen halt gar nicht nachweisen, woher sozusagen der Rest kommt. Das war impliziert in der Logik von, das ist ein Kostenplan. Also Sie sagen der EU, wie viel kostet das Ganze und sagen halt, wie viel, liebe EU, sozusagen wollen wir von euch, wo dann der Rest herkommt, die 20, 30% oder vielleicht auch mehr, wenn insgesamt die Kosten höher sind, interessiert die EU nicht. Also die Regel ist, es darf keine weitere EU-Förderung sein und am Ende müssen sie einfach nachweisen, dass sie das umgesetzt haben, was sie versprochen haben. Super. Okay. Dann noch eine Frage, die kann ich auch direkt mit beantworten. Und zwar, können Personalkosten auch der Partnerin als finanzieller Beitrag herangezogen werden, also auf die 20% Kofinanzierung, die von der EU finanziert werden müssen, also beziehungsweise die von der EU dann nicht finanziert werden? Oder muss ein Cashflow fließen? Ja, es muss immer ein Cashflow geben. Das heißt, man kann jetzt keine, so habe ich es verstanden, muss mir nochmal helfen, Sophia, ob ich es gecheckt habe. Man kann keine fiktiven Kosten ansetzen, sondern es muss wirklich Kosten heißt, da sind irgendwo Kosten angefallen, also irgendwo bei einem der Partner. Genau, aber das heißt dann praktisch auch, was bezahltes Personal angeht, also was angestellt ist bei einer Organisation, das kann praktisch eingerechnet werden, praktisch, um dann das Projekt lang Co. zu finanzieren. Ah ja, genau, es ging um angestelltes Personal, sorry, das hatte ich jetzt schon. Genau, das geht. Also es muss im Prinzip immer im Cashflow sein, aber den gibt es ja auch bei bezahltem Personal, also das deswegen, genau. Ja. Aber das geht auch, dass man bezahltes Personal mit einrechnen kann. Genau, ich eben waren, glaube ich, waren alle beantwortet. Es kam jetzt auch so einzelne, die können wir aber dann auch vielleicht noch. Ich würde vielleicht sagen, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, dass ich jetzt einmal kurz an Sonja übergebe, dass wir so ein bisschen das offizielle Ende machen und sie noch die letzten Hinweise von uns bekommen. Und wir würden einfach anbieten, dass wir noch einen Moment länger drin bleiben, um Fragen zu beantworten. Wenn dann jemand von Ihnen auch weg muss, kontaktieren Sie uns gerne im Anschluss. Dann beantworten wir auch noch weitere Fragen per E-Mail, Telefon, je nachdem. Was Ihnen lieber ist. Dann mache ich gerne noch den Abschluss der heutigen Veranstaltung. Und zwar möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Hinweise geben zu den Desks generell. Nochmals zusammenfassend, welche Serviceleistungen stellen wir, also die Creative Europe Desks, zur Verfügung? Womit können wir sie unterstützen? Einerseits informieren wir Sie, wie beispielsweise mit solchen Veranstaltungen wie heute. Ein wichtiger Teil ist natürlich auch die Beratung, die individuelle Beratung, sei es zu Inhalten zum Programm, wie aber auch zur Antragsstellung. Und wenn Sie wünschen, dass wir einen Antragscheck durchführen, so tun wir das sehr gerne. Wir bitten Sie diesbezüglich, dass Sie so früh als möglich mit uns Kontakt aufnehmen und das spätestens bis 2 Wochen vor dem Fristende der Ausschreibung. Wir bieten auch noch weitere Veranstaltungen in den kommenden Wochen an. Hierzu möchte ich auf einige spezifische Veranstaltungen noch eingehen, die wahrscheinlich von besonderem Interesse für Sie sein dürften. Wir haben heute schon einiges zu den Cross-Cutting Priorities hören dürfen und diesbezüglich werden die Kolleginnen vom Desk Deutschland speziell zur Cross-Cutting Priority ökologische Nachhaltigkeit am 21. November ein Seminar anbieten. Und ebenso zur Cross-Cutting Priority Diversität. Dieses Seminar wird am 28. November durchgeführt werden. Ganz neu wird ab dem 23. November die Möglichkeit bestehen, dass Sie jeden Donnerstag sich einschalten können zu einer sogenannten Q&A-Infoveranstaltung, was die Kooperationsprojekte betrifft. Also sprich, wenn Sie jetzt konkret auch im Nachgang zur heutigen Veranstaltung Fragen haben,
dann empfehlen wir Ihnen, sich da einzuklinken. Sie können sich da einmal registrieren, bekommen einen Link zugesendet und bis voraussichtlich Ende Jahr werden wir da, wie gesagt, wöchentlich diese Veranstaltung durchführen. Und eine weitere Veranstaltung, auf die ich Sie hinweisen möchte, ist von der Kollegin in Luxemburg. Und da wird am 23. November ein Project Design Forum für Luxemburg und die Großregion durchgeführt werden. Keine Sorge, auch was, wenn Sie weitere Fragen haben, wir stehen sehr gerne zur Verfügung. Sie sehen hier unsere Kontakte und wie gesagt, wenn Sie Fragen und Anliegen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Im Namen aller Desk-Kolleginnen, die die heutige Veranstaltung durchgeführt haben, möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse, aber auch Ihre sehr aktive Mitwirkung und die interessanten Fragen. Ja, vielleicht möchten sich noch die Desk-Kolleginnen dazuschalten. Ansonsten wünsche ich Ihnen im Namen der Kolleginnen ganz einen schönen Tag und freuen uns, von Ihnen zu hören. Besten Dank. Sind wir gleich auch komplett. Sophia, vielleicht kannst du schon noch mal sagen, ob es noch Fragen gibt. Also eben, genau, im Chat sind alle beantwortet, aber es gab eben noch eine Wortmeldung, die vielleicht noch die Frage einmal stellen möchte. Ich sehe, Frau Valero meldet sich auch noch mal. Ja, mich hätte noch mal interessiert, wie genau Follow-up-Projekte gesehen werden und inwiefern Follow-up-Projekte eben eigentlich gern gesehen werden und so und wie sie sich unterscheiden müssen von den vorhergehenden Projekten. Kann man auch den Namen behalten, Layout, also Look and Feel quasi, Logo und so, oder wird das dann eher quasi als das hatten wir schon, bitte was Neues gesehen? So vielleicht ein bisschen eine kleine Einschätzung dazu, wenn es geht. Also nachdem ihr ein österreichisches Projekt seid, antworte ich gern drauf. Also bei Nachfolgeprojekten empfiehlt sich, einen anderen Schwerpunkt zu wählen als beim Vorläuferprojekt und schon durch den neuen Schwerpunkt unterscheidet es sich. Und man ändert ja auch das Projekt durch die Einbeziehung neuer Partner, durch die Wahl neuer Prioritäten und neue Inhalte. Und es gibt einige Beispiele von Projekten, die in einer Reihe eingereicht wurden und die ihren Titel behalten haben und mit neuen Untertiteln gearbeitet haben. Okay, und was macht es aus, dass es ein Follow-up ist, wenn ich eben neue Inhalte habe, eventuell neue Partner? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Was wird von den Juroren quasi als Nachfolgeprojekt gesehen oder was nicht? Oder was als ganz Neues? Ja, ihr könnt in dem narrativen Teil schon darstellen, dass ihr auf den Erkenntnissen und den Inhalten eines Vorläuferprojekts aufbaut und begründen, warum ihr eben das Follow-up plant und welche neuen Fragen oder Inhalte sich eben ergeben haben, dass das in einer Logik bleibt. Okay, ja, passt. Vielen Dank. Dann kam jetzt gerade noch eine Frage von Matthias Lintel. Und zwar, Herr Lintel, wollen Sie sich vielleicht dazu schalten? Das ist ein bisschen ausführlicher. Aber wenn das nicht klappt, technisch ja, kann ich. Doch. Ich hatte das ja ein bisschen beschrieben. Wir sind ein mobiles Format und wollen mit 5G arbeiten. Das ist schon ein bisschen Technik.
die Hard- und die Software und dergleichen. Wenn jeder das selber für sich anschafft, also wir würden es gerne halt irgendwo bündeln, um halt irgendwo so eine Konsistenz zu haben in allem. Und das dann konfigurieren, testen und dann dieses Paket, alles Paket, denen dann schicken, damit die es dann einsetzen können. Jetzt ist die Frage, ne, wo packe ich das dann hin oder soll ich das als komplett als Contractor-Paket irgendwie machen? Aber dann hätte man halt irgendwo so keinen Nachweis, wem gehören denn halt dann diese Investitionen, die getätigt wurden. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielen Dank. Lea, möchtest du das als Budgetfrage und Subcontracting nochmal, kannst du dazu was sagen? Also ich muss sagen, dass ich jetzt spontan auch nicht weiß, wie ich es machen würde. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, sozusagen, wenn das Budgetformular zulässt oder die Budgetvorgaben zulassen oder nicht. Also Sie müssen es im Prinzip so machen, wie Sie schon beschrieben haben. Entweder sind es Anschaffungen, die Sie verteilen und dann sozusagen entstehen bei jedem Kosten, aber die müssen dann eben auch bei jedem Partner abgerechnet werden. Sie bündeln es bei einem Partner oder Sie machen es als Subcontracting. Das sind die drei Optionen. Und mir fällt jetzt keine andere mehr ein, die mit jeweils Vor- und Nachteilen zusammenfallen. Ne? Also wenn Sie es nur bei dem Koordinator zum Beispiel im Budget eintragen, dann erhöht sich natürlich dessen Budget und dessen Kosten und damit auch der Eigenanteil. Die Frage ist, lässt sich das verteilen, also so, dass wirklich die Kosten bei jedem Partner anfallen? Ja, also ich glaube, Sie haben eigentlich schon die Optionen durchblickt und da müssen Sie die Vor- und Nachteile abwägen. Ja, außer einer anderen fällt hier noch irgendwas anderes Grandioses ein. dann dürft ihr natürlich gerne ergänzen. Ansonsten würde ich auch sagen, wäre das auch nochmal gerne was für die 1:1-Beratung, wo man vielleicht nochmal gucken kann. Also gerne nochmal melden. Danke, Lea. Dann gibt es noch eine Wortmeldung von Robin Gussjohann. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die super Infosession und vielen Dank für die Geduld, die Sie hier alle aufbringen mit unseren zahlreichen Fragen. Ich mal wieder mit meiner englischen Kommune. Das war ja so ein bisschen desillusionierend. Klar, die kann man als Associated Partner anführen, aber weiß Gott, sie dürfen keinen Euro in die Hand bekommen. Dann führe ich die einfach gar nicht an. Und dann sind das einfach Gäste bei einer der Veranstaltungen, für die Reisekosten übernommen werden. Mache ich mal auch, gehe ich mal direkt rein, ist vor allem die Budgetfrage, ist genau, genauso würde ich es machen. Also das raten wir auch. Ne? Also Sie können ja zum Beispiel auch ReferentInnen aus anderen Ländern einladen, meinetwegen Sie wollen eine Speakerin für eine Konferenz aus Uganda haben, der können Sie auch Reisekosten bezahlen. Und genauso machen Sie das halt mit Gästen aus UK. Würde ich dann auch, wenn Sie denen was zahlen wollen, würde ich die einfach gar nicht auflisten, diese Kommune. Wir raten da auch schon mal dann, dass man das eventuell, also es gibt, meine ich, eine Frage im Antrag zu Partnern außerhalb der EU, glaube ich, oder außerhalb der Creative Europe Countries. Da kann man da nochmal drauf eingehen und könnte zum Beispiel sagen, ne, es gibt hier eine Connection nach UK und aus den und den Gründen wird die auch genutzt und ist sinnvoll für das Projekt. Also muss das schon inhaltlich argumentieren. Dann kann man das nochmal anbringen, aber selbst das ist Ihnen überlassen. Genau. Und vielleicht, das ist irgendwie so mein persönlicher Note auch noch zu dieser Frage nach UK. Das ist absolut frustrierend, natürlich auch gerade für die Partner aus UK, ist aber einfach leider eine Entscheidung der Regierung in UK gewesen, weil die am Programm nicht weiter beteiligt werden sein wollten. Also die hätten die Chance, den Brexit zu machen und bei Creative Europe dabei zu bleiben, aber auch dagegen haben sie sich entschieden. Also da will ich so ein bisschen einfach nur klar machen, woher die Entscheidung kommt. Und wir hoffen alle, dass sich das irgendwann nochmal ändert und dass sie einfach wieder dazukommen. Wie zum Beispiel auch ein Land wie Albanien, was ja auch nicht EU-Mitglied ist und auch mitmacht. Genau, das noch so als kleine Note hinten dran. Ja, ich kenne mich aus. Es findet sich im Fließtext und in der Overall-Concept wieder. Okay. Alles klar, ja. Danke. Oh, ich glaube, die Fragen sind zu einem Ende gekommen. Ich sehe es erstmal keine unbeantwortet mehr. Und genau, wenn das der Fall ist, wie gesagt, es gibt noch zahlreiche Möglichkeiten, ja auch in den Frage-Sessions, die wir dann jeden Donnerstag anbieten werden, Ihre Fragen noch loszuwerden und im Zweifelsfall immer gerne einfach uns kontaktieren und das 1:1-Gespräch suchen.
Dann sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank in die Runde und einen schönen Tag.